Ja, dann möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen bei unserer heutigen Diskussionsveranstaltung im Rahmen des Lobau-Forums. Wir hatten ursprünglich vor, das in einem Studio zu machen. Das ist leider gescheitert, aber wir werden auch so das gut machen. Das ist auch näher zu den Aktivisten. Da ist der Unterschied zwischen Experten und Aktivisten nicht so groß, wobei alle Experten auch Aktivisten sind. Also insofern ist es eh wichtig. Wir werden ungefähr eine Stunde lang die vier Gäste sprechen lassen und dann eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr oder auch eine Stunde in die Diskussion hineingehen. Die Aufnahme betrifft jetzt nur die fünf, also mich und die vier Diskutanten, und die möchte ich gleich vorstellen. Die Barbara Lahr. Sie ist auf der TU Wien Verkehrsplanerin und auch bei der Initiative Platz für Wien, die in den letzten Jahren einiges an Druck gemacht hat. Dann der Günther Pfaffen, wie immer, ist ein Mitgründungsmitglied der Bürgerinitiative Rettet die Lobau, Natur statt Beton. Und wohnt auch gleich unmittelbar dort bei der Station und an der S80 und bei der Lobau im 22. Der Werner Schandl ist von Hirschstetten retten, die jetzt ganz im Zentrum von allem stehen und insbesondere im letzten Jahr ein Feuerwerk an Aktivismus entwickelt haben. Und der Gerhard Hertenberger ist auch ein Gründungsmitglied von der Bürgerinitiative Rettet die Lobau, ist ein freier Journalist und Biologe und hat immer wieder auch schriftlich Beiträge geleistet und hat ein Riesenarchiv, das immer wieder auch für die Bewegung zur Verfügung steht. Ja, ich wollte gleich einmal die erste Frage stellen. Das ist ja ein Riesenereignis, dass die Ministerin Gewessler die Lobau-Autobahn, die S1, aus dem Programm genommen hat. Das war nicht so unmittelbar zu erwarten gewesen. Ist also in einem gewissen Sinn auch ein Erfolg unserer Bewegung. Gleichzeitig das zugehörige Projekt Stadtstraße soll bleiben. Und da möchte ich gleich in die erste Runde gehen. Wie kommentiert ihr das? Wie seht ihr das? Wie stehen wir dazu? Vielleicht Barbara, möchtest du beginnen? Ja, gerne. Also zur Absage des Lobautunnels aus verkehrsplanerischer Sicht ist es wirklich ein Meilenstein, also international, weil man zum ersten Mal gesagt hat, man bezieht eigentlich auch das Klimathema und den Bodenverbrauch in die Entscheidung mehr mit ein, ob eine Straße ausgebaut werden soll oder nicht. Das ist für Österreich und international eigentlich erstmalig, dass man eine Abkehr hat von der traditionellen Verkehrsplanung, wo man diesen steigenden Verkehr prognostiziert und dann, um zukünftig Stau zu vermeiden, eben diese Straßen baut. Und jetzt sagt man, nein, wir wollen gewisse Ziele erreichen und deshalb müssen wir auch die entsprechende Infrastruktur bauen, die eben nicht mehr nur auf den Autoverkehr ausgelegt ist. Also ich finde, die Entscheidung ist eigentlich ja, wirklich ein großer Meilenstein gegen den Lobautunnel, und das ist auch anzunehmen eigentlich von der Stadt Wien. Deswegen ist es umso erschreckender, dass sie immer noch diese Entscheidung nicht angenommen hat. Also es wird jetzt zwar vielfach über die Stadtstraße diskutiert und wie die verändert werden kann und soll, wenn sie nur noch Erschließungsstraße ist, aber Fakt ist, die Stadtregierung in Wien hat immer noch nicht anerkannt, dass der Lobautunnel abgesagt ist und sieht diese Projekte immer noch als zusammenhängend an. Das heißt, sie sieht die Stadtstraße auch immer noch als Verbindungsstraße zwischen zwei Autobahnen an. Und das ist, glaube ich, am jetzigen Punkt noch ein bisschen problematisch, weil es zwei unterschiedliche Auffassungen gibt vom Bund und von der Stadt, wie hier weiter vorgegangen werden soll bei der Infrastrukturplanung. Werner, vielleicht du als Hirschstettenräten, bei euch ist die Stadtstraße ja, die geht ja genau dort durch. Was sagst du?
Ja, zur Absage des Lobautunnels kann ich sagen, also die Frau Bundesministerin hat ja gar nicht anders entscheiden können. Sie hat da auch etwas vorgegriffen, glaube ich, nicht vorgegriffen, aber das korrespondiert mit dem im Raum stehenden oder in Ausarbeitung, hoffentlich in Ausarbeitung befindlichen Klimaschutzgesetz, das ja schon lange überfällig ist. Und wir sind ja schon seit bald 10 Jahren in diesem Projekt drinnen und viele, viele Jahre in UVP-Verhandlungen. Und das ist bei UVP-Verhandlungen ist Klimaschutz kein Thema. Das wird nicht beurteilt. Und das ist einer der größten Mankos, die dieses UVP-Gesetz hat. Und die Frau Bundesministerin hat das jetzt heute in ihrer Kompetenz so entschieden. Und würde Klimaschutz auch im UVP-Gesetz verankert sein und das Thema sein dort, wären viele nicht genehmigungsfähig. Ansonsten geht alles einfach durch, weil das keine Bewertung findet. Für uns mit der Stadtstraße dann, die ja die Fortsetzung der S1 Spange ist, die Frau Bundesministerin so zitiert hat, weil sie wird hier oft falsch zitiert, sie hat die Stadtstraße nicht abgesagt, das kann sie ja nicht absagen. Sie hat das so gesagt, wenn die Stadt Wien denn die Stadtstraße bauen würde, dann würde das Ministerium ihrer eingegangenen Verpflichtung nachkommen und die Spange S1 auch bauen. Das wäre ihre Aussage. Aber der Wiener Bürgermeister hat gesagt, und dann würde diese Spange S1 im Nirvana enden. Und somit ist die Absage des Lobautunnels auch für die Stadtstraße ein völliger Gamechanger, nämlich für die nächsten Jahre auch einmal in jedem Fall. Und wir hoffen, dass das ja auch so bleibt. Es ändert sich sämtliche Verkehrsprognosen, die über diese Straße aus dem Osten kommen würden. Und das allein sollte eigentlich Grund genug sein, das Projekt neu zu überdenken von Versiegelung und Klimaschutz und auch die Gesundheit wird ja immer wieder vergessen. Ja, Feinstaub und alle diese Dinge, die sind auch mit den Elektroautos nicht weg. Der Feinstaub bleibt durch Bremsabrieb, der bleibt durch Streusalz, alles das würde hier Städten schwer belasten und dagegen wären den Mitteln, die uns der Staat zur Verfügung stellt, nämlich im UVP-Verfahren, schon seit Jahren. Ja, vielleicht, das ist, also du sagst, es ist ein Game Changer, aber für sie ist es kein Game Changer für die Gemeinde. Ja, es muss ein Game Changer sein, von den Zahlen her, ja. Aber die Stadt, wie die Barbara vorher schon gesagt hat, nimmt sie nicht zur Kenntnis, dass die Lobau-Autobahn oder die S1 Nord und samt dem Lobautunnel nicht kommen wird. Sie arbeiten weiterhin genau auf dieses Szenario hin, ja. Vielleicht ein ergänzender Kommentar dazu noch. Es ist tatsächlich so, dass in UVP-Verfahren die Verkehrsmodelle, die dort angewandt wurden, da wurde das immer gemeinsam modelliert. Das heißt, es gibt gar keinen Planfall, wo die S1 nicht so gebaut wird und die Stadtstraße schon. Das heißt, man hat hier nicht einmal untersucht, was das für Auswirkungen hätte. Dadurch, dass das UVP-Verfahren aber schon abgeschlossen ist, macht das keinen Unterschied. Also die Stadt selber müsste hier eigentlich schon sagen, Moment einmal, wir wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Und zumindest eine Nachdenkpause, wie jetzt mit dieser Entscheidung umzugehen ist, wäre meiner Meinung nach angebracht. Gerhard, kann man vielleicht sagen, dass das ja technokratisch gesehen ein Schildbürgerstreich ist, nicht nur politisch im Großen, sondern auch im Kleinen? Ja, absolut. Wenn man zurückschaut, so ungefähr 18 Jahre, da gab es diesen Stadtentwicklungsplan 2003, Step 2003, den kann man im Internet nachschauen und da steht auf der einen Seite, ist ein bisschen schizophren nach zwei Richtungen gewendet, steht drinnen, hinsichtlich CO2-Ausstoß brennt der Hut, wir müssen unbedingt was tun, um wegzukommen vom explodierenden Verkehr. Auf der anderen Seite sind in den folgenden Jahren dann eben diese ganzen Autobahnen propagiert worden. Da ist dann eben auch die Machfeld-Autobahn noch dazugekommen, zusätzlich zur Lobau-Autobahn, zur Spange-Seestadt und so weiter. Und was wir jetzt erleben, ist, dass auf der einen Seite vom Verkehrsministerium dieser Meilenstein ist, man kann es gar nicht groß genug einschätzen, von der Erschütterung des bisherigen Steinzeit, der Steinzeitverkehrspolitik oder
Altbetonpolitik, wie der Wolfgang Grimm immer gesagt hat. Und auf der anderen Seite würde aber die Stadtstraße weiterhin der Verkehrserzeugung dienen, nur fließt es dann alles in die Südosttangente hinein. Das heißt, die Stadtstraße steht für eine Stauvermehrung auf der Südosttangente. Und ich bin ja als Publizist und Journalist auch tätig und war bei den Pressekonferenzen im Rathaus, die da jetzt anschließend dann gewesen sind. Und da hat die Uli Sima also tatsächlich gesagt, allerdings nicht in der Pressekonferenz, sondern nachher in einem Gespräch, die Stadtstraße wird bewirken, dass es mehr Stau gibt, dass es mehr Verkehr gibt auf der Südosttangente. Das muss man sich ja mal klar machen. Wollen wir mehr Stau auf der Südosttangente oder wollen wir das nicht? Das heißt, auch aus Sicht der Autofahrer ist eigentlich die Stadtstraße etwas, wo man wirklich sich fragen muss, wollen wir in diese Richtung hinein? Vielleicht gleich was mich schockiert hat, oder die Frechheit der Antwort der Gemeinde Wien, wo sie gesagt haben, es gibt ja keine Alternativen. Und dann kommen sie noch mit dem Argument, dass dann kein billiger oder günstiger Wohnbau gemacht werden kann, wenn die Stadtstraße nicht gebaut wird. Also das sind für mich sind es hanebüchene Argumente, aber Günther, vielleicht kannst du zu den Alternativen, weil die behaupten, es gibt keine Alternativen. Das ist ja absoluter Unfug. Ja, zwei Dinge. Also ich denke, nochmal zurückkommen zu Frau Minister Gewessler. Sie hat einfach tatsächlich richtig entschieden, auch entscheiden müssen, politisch, weil sie ja als Klimaschutzministerin angetreten ist. Auch angesichts, dass in den 9 Jahren die EU-Vorgabe ist, dass wir 55% CO2 eingespart haben müssen. Sonst gibt es mörderpenale Zahlungen Richtung EU in Milliardenhöhe pro Jahr. Also sie muss diesen Punkt setzen. Was formal interessant ist, die Stadtstraße ist die Angelegenheit der Stadt Wien und nicht eine Bundesentscheidung. Und sie konnte ja nur für die Asphalt entscheiden, aber nicht für die Stadt Wien. Also sie musste hier aber auseinanderhalten und das hat sie völlig richtig auch gemacht. Ja? Also sie kann nicht für die Stadt Wien reden, ja? Weil die Stadtstraße ist ja vor 20 Jahren an Stadt Wien abgetreten worden. Das ist eine Wiener Angelegenheit, nicht eine Bundesangelegenheit. Ja? Jetzt nur so dazu. Aber jetzt zu dieser Frage, zu den Alternativen. Ich denke, die Stadt Wien, auf dem ich jetzt auch schon lange genug in der Gegend wohne, hat ja jahrelang die Gegend eigentlich vergessen in Richtung einer Entwicklungsplanung oder sich schlicht und einfach auf diese Autobahnschiene draufgesetzt, aber nicht die Alternativen bedacht. Ja. Die einzige wirkliche große Innovation war damals die U2-Verlängerung Mitte der 2000er Jahre und damit auch die Aufschließung des Flugfeld Aspern. Aber seitdem ist ja fast nichts passiert in dieser ganzen Gegend. Ja. Also jetzt die jüngste Erneuerung war die Linie 26, Verlängerung quer drüber vom Floridsdorf bis zur U2 herüber. Aber der ganze Verkehr hinüber in die Stadt ist ja öffentlich nicht verstärkt worden. Und das fehlt jetzt, und weil es ja nicht angedacht und nicht angeplant wurde, der Stadt Wien auf den Kopf. Ja. Und jetzt wächst, weiß ich, wie sehr geplant, wie sich ganze Wohnbauten wachsen. Aber die Stadt Wien hat natürlich auch ein Planungsdefizit. Ja. Die steht hinten an und sagt, okay, wie schnell können wir Straßenbahnen bauen? Wie schnell können wir mit der ÖBB auf einen Deal kommen? Zum Beispiel die Ostbahn und die S80 im Wesentlichen zu verstärken. Das sind die Debatten, die jetzt extrem an Dringlichkeit sprunghaft gewonnen haben, wo mir aus der Stadt Wien heraus nichts bekannt ist, wo sie sich bisher in die Richtung bewegt hätten. Wie kam die Stichwort S80 ist gefallen? Das ist was für uns alle, für viele, die das Rückgrat der Alternative ist. Die Route wäre ja eine Art Südost-West-Agente. Ja, genau. Wie erklären wir das? Wie kann man das erklären, dass die Stadt Wien sich eigentlich und die ÖBB gemeinsam um das nicht kümmern, dass das noch immer einen Takt von einer halben Stunde hat? Also eigentlich überhaupt keine, für den Nahverkehr ist es viel zu wenig. Habt ihr da Erklärungen, obwohl das ja so offensichtlich wäre? Ich habe nur den bösen Verdacht, dass hier diese beiden Körperschaften ziemlich gegeneinander oder nebeneinander agieren. Ja, die ÖBB verfolgt ihre Politik,
Sie hat die Lobauer-Station eingespart, hat dafür zeitnah die Station Stadlau riesengroß ausgebaut an dieser Schnittstelle U2 und Schnellbahn. Und hat aber zeitgleich, auch in dieser Zeit, aber auch den S80-Zeitplan ausgedünnt, fast halbiert. Ja. Das heißt, und eigentlich will die ÖBB hier nur den Fernverkehr durchziehen und den Gütertransferverkehr. Und die Schnellbahn ist eigentlich ein Hindernis, weil, was uns, wie wir hergezogen sind, ein ÖBB-Mensch gesagt hat, sagt damals schon vor 15 Jahren, ist die Ostbahnbrücke und das Gleis, dieses zweispurige, wie der Donner drüber, schon ziemlich am Limit. Das heißt, die Ressourcen, die die ÖBB hier hat, müssten eigentlich erweitert werden. Aber da macht die ÖBB ihre eigene Politik, und wie weit die Stadt Wien mit der ÖBB hier in einem Verhandlungsgefüge ist, das kann man sich von außen eigentlich nur wünschen, aber ich weiß es einfach nicht. Ja. Aber ich vermute, dass hier einfach da ein Dialogloch ist, ein ziemlich großes. Ne? Gerhard? Ich würde dazu noch ergänzen, dass, glaube ich, ein Grundübel aus meiner persönlichen Sicht, ich nenne es einmal die Filettierung der ÖBB in den 90er Jahren war, dass man also das in verschiedene Segmente geteilt hat, den Personenverkehr, der für die Intervalle zuständig ist, dann hat man noch die Querfinanzierung des lukrativen Fernverkehrs, der dann den Nahverkehr querfinanziert, zerschlagen und hat gesagt, die Bundesländer müssen da irgendwas bestellen. Und die Infrastruktur ist wiederum eine andere Sache. Das heißt, es spielt hier der Bund hinein, insbesondere bei der Infrastruktur. Der wäre zum Beispiel zuständig dann für eine viergleisige Ostbahnquerung, die der Günther gerade erwähnt hat. Wobei es nicht sehr hilfreich ist, wenn alle ein bis zwei Jahre die Verkehrsminister wechseln und sich da die Prioritäten ununterbrochen geändert haben. Und auch, es ist ja nicht nur Wien, dann spielt eine Rolle, sondern auch Niederösterreich. Das heißt, Wien und Niederösterreich und die ÖBB, innerhalb der ÖBB der Personenverkehr, die Infrastruktur und so weiter, müssen alle zusammenarbeiten und hinter vorgehaltener Hand sagen da Leute von der Stadt Wien, ja, mit der ÖBB kann man nicht so gut arbeiten. Dann die ÖBB sagt wiederum, naja, die bestellen das halt nicht, die entsprechende Frequenz, die sie zahlen müssten. Man sieht das ja ganz deutlich, dass zum Beispiel Oberösterreich einen hervorragenden oder in vielen Bereichen hervorragenden Regionalbahnverkehr hat, während Niederösterreich einen ganz grauslichen hat mit der Zerstörung vieler Linien. Also es hängt schon sehr viel an den Bundesländern. Und diese Zusammenarbeit, die müsste einfach in irgendeiner Kommission, irgendeinem ständigen Gremium runden Tisch, das ständig tagt, viel enger sein, viel mehr koordiniert werden. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber ja, man würde sich wünschen, dass da sich was ändert. Also ich sehe da noch einige... Noch mal die Barbara, Günther, die Barbara hat sich schon gemeldet. Ja, ich wollte auch auf die Thematik hinweisen, dass natürlich auch die Grenze zwischen Niederösterreich und Wien eine Rolle spielt, dass man aber auch sieht, dass allein wo die Zuständigkeit von Wien ist, bei den Wiener Linien, da gab es schon viele unterschiedliche Projekte für Straßenbahnerweiterungen und neue Straßenbahnen in der Donaustadt, die immer wieder in der Schublade verschwunden sind. Und es gibt tatsächlich auch Dokumente, die zeigen, dass der Bezirksvorsteher in der Donaustadt Aussagen getätigt hat, von wegen, zuerst muss die Straße kommen und danach können wir den öffentlichen Verkehr ausbauen. Also ich glaube, es spielen da sehr viele unterschiedliche Faktoren mit rein. Und natürlich ist es eine zusätzliche Problemstellung, wenn man die unterschiedlichen Zuständigkeiten hat und auch diese Unterteilung mit den Bundesländern. Ich habe mich ein bisschen eingelesen vor kurzem in Frankreich. Da gibt es eine Situation in der Stadt Lyon, wo sie auch die Umfahrungsstraße abgesagt haben. Und dort fand ich es spannend, dort hat die Metropolregion, also Kernstadt ist das eine und dann die Metropolregion rundherum, auch eine eigene Regierung. Das heißt, die sind hier viel besser im Koordinieren über die Stadtgrenzen hinaus, und dort fährt auch schon seit Jahren die Straßenbahn einfach über die Stadtgrenze hinaus und sogar die U-Bahn. Auf die Weise ist es auch viel besser möglich, für den Pendelverkehr zu planen, für den öffentlichen Verkehr, was bei uns natürlich eine Schwierigkeit ist, weil die Zuständigkeiten an der Stadtgrenze einfach wechseln. Ja. Ich habe einmal eine Zahl, oder Werner, bitte.
Ja, also dazu möchte ich nur sagen, ja, das begleitet uns schon seit langem, Niederösterreich und Wien. Wir an der östlichen Seite von Wien kämpfen genau mit Großenzersdorf mit diesen Dingen, dass da einzig und allein ein Bus über die Stadtgrenze fahren darf. Und das ist schon eine Sensation. Was uns dazu eingefallen ist, wäre eine Mobilitätsagentur. Das ist natürlich, beim Bund wäre es einmal relativ einfach, das zu machen. Ja. Wie man das machen kann, dass da auch Wien hineinkommt oder die umliegenden Bundesländer oder überhaupt das zusammengeführt werden kann, müsste dann wahrscheinlich übers Geld gehen. Ja. Über Förderungen, über Zuschüsse auf dieser Schiene in etwa. Über Verhandlungen mit den Bundesländern, über das Pendlerpauschale und alle diese Dinge gehören hier mal auf den Tisch gelegt, um bundesländerübergreifend endlich einmal etwas weiterzubringen. Also das wäre das Allerwichtigste. Niederösterreich macht das ja auch bei den über lange Jahre und Jahrzehnte beim Bau der Autobahnen. Der Wolfgang Rehm weiß das ganz genau und der kritisiert auch genau das. Alle diese Ortschaften wie Rasdorf und so, die immer wieder das aufs Tapet bringen, sie ersticken im Verkehr, hätten schon lange mit Umfahrungsstraßen entlastet werden können und das würde auch ausreichen. Aber die muss das Land bezahlen und sie wollen es lieber vom Bund bezahlt haben. Und darum gehörten unseres Ermessens halt eine Mobilitätsagentur her, wo das gebündelt gehört. Wie es genau geht, es gehört einmal angestoßen. Ja, ich wollte nur ergänzen, ich denke, das wird eine der zentralen politischen Aufgaben von der Frau Bundesministerin Gewessler werden, dass sie diese Kluft zwischen Wien und Österreich und vielleicht auch hinunter bis zu den Bezirken und Gemeinden einfach überbrückt. Das ist einfach eine klassische Aufgabe der ministeriellen Ebene, eine Brücke zu schlagen zwischen den diversen Bundesländern, weil die Bundesländer untereinander sind ja wie Hund und Katz. Bei Wien und Österreich ist es faktisch notorisch, dass sich die permanent gegenseitig Prügel vor die Füße werfen. Ja. Also hier müsste das Ministerium eine zentrale, zuerst mal politische, aber auch vermittelnde, vielleicht auch finanzierende Aufgabe übernehmen. Weil zu hoffen, dass Wien und Österreich von selber auf den grünen Zweig kommen, das glaube ich einfach nicht. Ja. Also es braucht immer den Bund als zentralen Partner, der das dann anleitet, auch politisch stützt und einfach den Takt vorgibt. Ja. Die Länder müssen dann mitziehen und weiterentwickeln. Ja. Aber so sehe ich das einfach derzeit. Ja. Es gibt aus dem Jahr 2017 eine Studie der Arbeiterkammer Wien oder Bund, ich glaube eher Wien, wo eine Zahl genannt wird, nämlich dass mit 700 Millionen das Schnellbahnsystem ohne große Neubauten, das bestehende Schnellbahnsystem wesentlich verbessert und mit viel höheren Kapazitäten ausgestattet werden könnte. Und wenn ich sowas höre, und der Lobautunnel ist mit ungefähr 5 Milliarden angesetzt gewesen, also realistisch gesehen ein Faktor 10, dann glaube ich kaum, oder dass das nur eine Frage der Kompetenzen ist, sondern da steckt mir tatsächlich schon was Strategisches dahinter. Aber das, vielleicht gibt es da andere Meinungen. Das wollte ich noch fragen, was ihr meint. Ich würde dazu gerne ergänzen, dass wir den Blick auf das Lobautunnel-Projekt nämlich nicht verlieren sollten, weil wenn eine andere Regierung irgendwann mal in die Macht gewählt wird, dann könnte es sein, dass das Projekt wieder irgendwie hinein installiert wird. Und insofern ist es ganz wichtig, unter die Leute zu bringen, die vielen Dinge zu diesen Autobahnen, die eigentlich überhaupt nicht in den Zeitungen stehen, weil die meisten Leute da sehr, sehr wenig Ahnung haben. Das eine ist, dass dieses Lobautunnel-Projekt, so wie diese ganzen Autobahnen, aber vor allem der Lobautunnel, prädestiniert ist für eine Kostenexplosion. Es hat die ASFINAG selber ursprünglich gesagt, sie wollen an dieser Stelle eigentlich nichts bauen, keinen Tunnel, weil dort eine riesige geologische Bruchlinie ist, die sich ganz beträchtlich Jahr für Jahr verschiebt. Das heißt, das übt unter Umständen einen Stress aus auf den Tunnel.
Wir haben außerdem die Situation, dass wir in 50 Meter Tiefe keine wirklichen Rettungsmöglichkeiten haben, außer Querstollen zum zur Gegenverkehrsröhre. Da hat schon im Jahr 2007 der ÖMTC-Tunnelexperte Willi Matzke gesagt, das ist ein potenzielles Massengrab. Das findet man noch im Standard, ist noch online verfügbar als Überschrift, wird er zitiert. Und nicht als Reaktion drauf, aber einige Zeit später hat dann die ASFINAG sogar, weil sie darauf gekommen ist, dass diese Querstollen extrem teuer zu bauen sind. Die müssen mit flüssigem Stickstoff mitten im unter Druck stehenden Grundwasser vorgetrieben werden. Haben sie jeden zweiten Rettungsstollen gestrichen und sich auf das von der EU vorgegebene Mindestmaß beschränkt, alle zweimal pro Kilometer. Und das hat wieder zur Folge, wenn direkt vor einem ein Tunnelbrand ist mit 1000 Grad Hitze, wie es ja immer wieder vorkommt im Gotthard oder Mont Blanc Tunnel war es, glaube ich, und im Tauerntunnel. Wir haben sehr viele LKWs, wir haben potenzielle Auffahrunfälle, wie Knoflach auch gesagt hat. Da ist die Gefahr, wenn dann die Rampe ansteigt und die LKWs langsamer werden, dass dort dann ein Auffahrunfall ist. Da kann man im Extremfall in einen verrauchten Tunnel, es gibt zwar Absaugmöglichkeiten, da kann man bis zu einem halben Kilometer zurückgehen, bis man dann aus der Röhre herauskommt. Also das sind auch Argumente, wo sich ein Autofahrer überlegen muss, ist das wirklich etwas, was ich jetzt so toll finde? Umgekehrt, wenn wir es schaffen, die Leute, die eventuell umsteigen können auf Öffis, zumindest innerhalb der Stadt, oder auch aus dem Umland, wenn wir die durch attraktive Öffis zu den Öffis bringen, dann haben die Leute, die jetzt unbedingt mit dem Auto fahren müssen, aus beruflichen Gründen, weil irgendwas irgendwohin transportiert wird und so weiter, dann haben die Möglichkeit, mit viel weniger Stau zu fahren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn jetzt argumentiert wird, wenn die Autobahn S1 dann als Ring kommt, dann haben wir auf der Praterbrücke und da auf der S2 hinauf, also dort bei Stadlau, Kagran, keinen Stau mehr. Das Ganze ist schon behauptet worden bei der Wiener Südumfahrung, die von Vösendorf nach Schwechat geht. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass es dann geheißen hat, dann wird es eigentlich im Wesentlichen keinen Stau mehr geben, weil das verteilt sich dann so super. Also nämlich auf der A23 wird es keinen Stau mehr geben oder fast keinen, weil dann fahren so viele unten rum. Wie sehen wir heute aus? Wir haben einfach insgesamt mehr Verkehr und insgesamt mehr CO2-Emissionen, die, wie gesagt, in der UVP Umweltverträglichkeitsprüfung überhaupt nicht berücksichtigt werden, ein Anachronismus. Die Bürgerinitiativen haben das im UVP-Verfahren immer wieder eingebracht und es wurde von der Behörde gesagt, nur das ist kein Parameter, der für uns relevant ist, weil das steht im Gesetz so nicht drinnen. Und im Endeffekt ist da wirklich noch dieses steinzeitliche Denken drinnen, was wir überwinden müssen. Je länger wir zuwarten, je mehr wir versiegeln und auf Straßenverkehr setzen, desto härter werden dann die Maßnahmen sein in 10 oder 20 Jahren, wenn wir merken, dass wir mit dem CO2 und dem Klimaschutz immer mehr der Hut brennt. Genau. Ja, bitte. Ich würde gerne noch ergänzen und einhaken, weil es geht ja nicht nur um diese Einzelprojekte jetzt, sondern man muss sich immer vor Augen halten, es geht wirklich darum, unsere komplette Herangehensweise eigentlich an die Verkehrsplanung, Infrastrukturplanung und auch Politik zu verändern. Also wir haben uns in den letzten Jahrzehnten ein System geschaffen, wo eigentlich der Ausbau für den Autoverkehr zum Selbstläufer geworden ist. Da zählt einerseits auch die ASFINAG dazu und die Art der Finanzierung, wie Autobahnen überhaupt finanziert werden. Das ist ihr Geschäftsmodell, dass sie immer mehr bauen, immer mehr Verkehr erzeugen, immer mehr Mauteinnahmen haben und die wiederum in neue Straßen und in die Erhaltung investieren. Und das ist auch ein Unterschied zu dem Projekt, das ich schon angesprochen habe in Frankreich. Dort ist es nämlich an der Finanzierung gescheitert. Das wäre auch ein Tunnelbauprojekt gewesen, hauptsächlich, wo die Schätzungen zwischen 3 und 10 Milliarden Euro gelegen sind. Und so ähnlich ist es ja auch beim Lobautunnel.
Der Unterschied ist, dass es eben komplett von der ASFINAG finanziert werden würde. Das heißt, es ist eigentlich nicht das Budget vom Bund, sondern es ist ASFINAG-Geld. Aber die ASFINAG macht natürlich jedes Jahr neue Schulden, wofür die Republik haftet. Also im Endeffekt sind es schon wieder die Österreicherinnen und Österreicher, die dafür haften müssen. Aber da fängt es an. Also man müsste eigentlich das System der ASFINAG verändern, wo der Zwang eigentlich da ist, dass man immer mehr Straßen baut und die dann auch noch, die immer mehr Kosten erzeugen, weil man natürlich auch mehr in die Erhaltung investieren muss in der Zukunft. Und das geht aber weiter über unsere ganzen Gesetze und Richtlinien. Also wir haben ja auch immer noch die in den Bauordnungen, die Pkw-Parkplätze, also die Stellplatzverordnungen, die wir bauen müssen. Wir haben Richtlinien, da steht drinnen, sobald eine gewisse Kapazitätsgrenze bei Straßen erreicht ist, muss ausgebaut werden wegen der Sicherheit und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich dieses riesige System, das auf den Autoverkehr ausgelegt ist, das wir schrittweise verändern müssen. Und ein erster Schritt ist mal, die Projekte abzusagen, einfach nicht weiterzubauen. Und da kann man auch nicht sagen, die eine Straße weg, was ist die Alternative, sondern es geht darum, unsere komplette Herangehensweise eigentlich zu verändern. Und das ist so vielschichtig und so multidimensional, dass es auch für mich immer schwierig ist, die Debatte runterzubrechen auf Lobautunnel kommt nicht und was ist jetzt diese einzige Alternative, die wir stattdessen umsetzen. Also die Alternative ist, wir müssen schauen, dass wir unsere Raumplanung anpassen, dass wir eigentlich die Wege, die wir zurücklegen, minimieren und dass wir die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass es eben mit nachhaltigen Verkehrsmitteln größtenteils möglich ist. Werner? Danke. Das bringt mich wieder zur Mobilitätsagentur zurück. Es kann nicht sein, so wie es eben bei der Stadtstraße und der Spange S1 ist, dass mit dem Bau einer neuen Autobahn eine bestehende Bahnlinie konterkariert wird. Und nicht nur die U-Bahn, sondern eben die Bahnlinie. Und die ÖBB und die ASFINAG sind im gleichen Ministerium. Ursprünglich war das ja durchgängig die A23, die Stadtstraße und die Spange S1 war die A23 bei der Anschlussstelle hier Städten abgebogen ist und alles in der ASFINAG drinnen. Hätte es hier eine Mobilitätsagentur, eine funktionierende gegeben, aber waren andere Minister und Ministerinnen natürlich damals, aber heute wäre die Zeit dazu da, ja. Nicht, wo bestehende Eisenbahnen und Eisenbahnstrecken da sind, dann noch eine Straße daneben bauen, geht gar nicht, sowas gehört festgeschrieben. Und umgekehrt auch, ja, wo noch keine Eisenbahnstrecken, Schienenstraßen da sind, vor allem für den Transitverkehr. Ja, das wird immer wieder vergessen, der Transit fährt nur über die Straße, ja, und über die Autobahnen. Auch das gehört endlich angegangen. Das ist meiner Meinung nach ein sehr vernachlässigtes Thema. Weil immer wieder darüber gewettert wird, was alles auf der Tangente an LKWs steht. Das ist klar, dass das keine kurzfristige Lösung ist, dass das Jahre oder Jahrzehnte dauert. Aber wenn man es nicht angeht, dann wird das niemals gelöst. Es werden immer Waren transportiert werden. Und wenn diese Waren eben von Danzig bis Triest transportiert werden sollen, dann kann es nicht sein, dass die alle auf der Straße transportiert werden müssen. Dann gehören da internationale Bahnstrecken her. Und das ist aber wieder ein europäisches Projekt. Und das gehört genauso dazu zur Lösung dieses ganzen Themas und auch ein Beitrag zur Lösung der Klimakrise. Danke. Eine Frage zu den Verkehrsalternativen, weil es ist sehr viel gekommen, es ist die S80 gefallen, es ist die Vernachlässigung aufgrund der ganzen Donaustadt gefallen, die Metropolregion, dass man das zusammendenken muss, dass es keine Verbindungen oder schlechte Verbindungen nach außen gibt. Vielleicht kann das jemand politisch zusammenfassen, was unmittelbare Forderungen sind, die man sofort erheben kann, die man auch für eine Bewegung aufbereiten kann. Ein Punkt ist mir eingefallen, auch im Hinblick auf die Sozialdemokratie in Wien. Es ist ja gefallen, dass der Bezirksvorsteher in Wien 22 ganz wild auf die Autos ist und die Stadt offensichtlich, die Stadtregierung, zumindest die sozialdemokratische, auch noch von ihrer Autoideologie nicht runterkommt. Da ist die Frage, wieso, das muss man sich immer drüber nachdenken oder mit den Kollegen reden, warum die so auf Auto fixiert sind. Ist ja für mich eine nicht verstandene Frage. Die andere Frage ist, was ja immer
gerade für die Sozialdemokraten eine Frage sein könnte, ist die Frage der Arbeitsplätze, nämlich wie arbeitsintensiv sind Autos, wie viel arbeitsintensiv ist das System öffentlicher Verkehr. Und da gibt es ja genug Berechnungen, auch über die Veröffentlichungen auf dem VCÖ, dass wenn man in den öffentlichen Verkehr investiert, ja sehr wohl Arbeitsplätze entstehen, und zwar nachhaltig. Und die, also das heißt, der Verlust an Arbeitsplätzen, wenn ich vom Auto weggehe Richtung öffentlichen Verkehr, würde sich das ziemlich gut die Waage halten, nur in Zukunft nachhaltiger sein. Das ist mal dieser eine Block, wo man auch politisch argumentieren muss, dass wir hier nicht Arbeitsplätze vernichten wollen, indem man diese Autosituation weiter reduziert, sondern sagt, aha, man schlichtet einfach um. Ja, weil es braucht vom ersten Gleisbau, Gleiserhaltung, öffentlichen Verkehr, Autofahrer etc. pp. Jede Menge Menschen, die den öffentlichen Verkehr dann auf Schwung halten. Also da kann man auch hier einfach Befürchtungen zumindest einmal wegnehmen beziehungsweise ein positives Bild zeichnen. Gerhard und Werner, dann. Ja, also zum öffentlichen Verkehr gibt es vieles zu sagen zu den konkreten Projekten. Es geht zum Beispiel gar nicht, dass man Knotenstationen auflässt, wie es passiert ist entlang der S80 im Bereich Hausfeldstraße. Es geht überhaupt nicht, dass man einen Hauptbahnhof verringert in den Dimensionen, damit man noch zusätzliche Hochhäuser, wie es in Wien passiert ist, bauen kann. Ursprünglich hätte der viel mehr Gleise haben können. Ich bin ja schon seit langem beim Recherchieren zur Frage, wie weit jetzt der Hauptbahnhof in Wien eigentlich tatsächlich entweder bald zu klein ist oder jetzt schon zu klein ist. Und mir hat erst wieder vor 2 Tagen jemand von der ÖBB in Meidling gesagt, am Bahnhof Meidling, er ist jetzt schon teilweise an der Kapazitätsgrenze. Also es muss hier wirklich eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik her. Das ist einmal das, was ich vielleicht dazu sage. Ich hätte noch etwas eventuell zu Lobautobahn gesagt, aber vielleicht sollte man das Thema abgeschlossen lassen, damit wir weiterkommen mit den Punkten. Werner? Ja, zum Günther vorhin nochmal, dass das gleich wäre, wenn man das in öffentlichen Verkehr, die Investitionen, dass einmal auch die Wirtschaftlichkeit angesprochen wird. Ich bin im Baugeschäft tätig und ich habe mir das genau angesehen, habe auch bei der Industrie nachgefragt. Also das Verhältnis ist mindestens 1:3 bis 1:4 an Arbeitsplätzen, wenn man dieselbe Summe an Steuergeld in den Ausbau öffentlichen Verkehr beziehungsweise Schulbauten, Bildungsbauten, in den Hochbau und in die Infrastruktur von öffentlichen Verkehr steckt, haben 3 bis 4-mal so viele Menschen ums gleiche Steuergeld Arbeit, als wie wenn man Straßen baut. Ist auch ganz logisch. Im Straßenbau werden hauptsächlich Maschinen verwendet und die müssen sich natürlich für ihre Herren amortisieren. Das ist klar, aber da haben nicht allzu viele Menschen Arbeit. Klar gibt es Arbeitsplätze, aber dieses Argument der Arbeitsplätze, das ist auch viel zu sehr vernachlässigt und das überhaupt in der Sozialdemokratie, dass das so totgeschwiegen ist, also das ist schon sehr verwunderlich. Aber ja, auch die Arbeiterkammer könnte da, glaube ich, mehr informieren, was da wirklich Sache ist. Danke. Danke. Barbara, wolltest du? Ja, vielleicht nur ergänzend, weil das Thema ein bisschen war, politische Forderungen. Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Adressatinnen, also natürlich die Stadt Wien und die Stadtregierung, die säumig war mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, aber auch vor allem beim Ausbau des Radverkehrs, nicht nur in der Donaustadt, sondern eigentlich in ganz Wien. Aber es gilt natürlich auch, die Bundesregierung zu adressieren, die Wien helfen könnte. Also es gibt zum Beispiel jetzt neu auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Straßenbahnprojekte vom Bund gefördert werden. Was ich auch von Leuten von der Stadt manchmal an Argumenten gehört habe, sind diese Ausreden, so ja, die Autofahrer werden halt da sein, wenn sich die Bedingungen nicht ändern. Und es gilt eben auch auf Bundesebene
viele Weichen zu stellen. Ich sage nur Dieselprivileg, vielleicht auch ein CO2-Preis, der wirklich eine Steuerungswirkung hat, wie man mit dem Transitverkehr umgeht und so weiter. Also es gibt da bei den Entscheidungen auf Bundesebene auch eine Beeinflussung, wie sich das auf den Verkehr in Wien auswirken wird. Und das sollte man immer mit berücksichtigen und auch mitkommunizieren und sagen, oder der Stadt Wien vielleicht auch den Rücken stärken, dass sie in der Verhandlung mit dem Bund das auch weiter vorbringen kann, zum Beispiel. Ja. Ja, danke. Ich möchte schon in eine vorletzte Runde vielleicht gehen. Die Besetzung verhindert derzeit, dass es einen Baubeginn gibt. Jetzt für die Stadt Wien ist das sehr unangenehm. Sie sprechen von Verhandlungen. Jetzt wollte ich einfach einmal in die Runde fragen, ob sowas gegenüber der Stadt Wien, ob das einen, welchen politischen Sinn das hat, was aus sowas herauskommen kann. Und ich glaube, es sind sogar zwei Leute da, die eventuell bei sowas dabei sein würden. Nämlich, ich glaube, der eine ist der von der Werner. Vielleicht könnt ihr mal kommentieren, was da die Perspektive ist. Gut. Dann braucht es vorneweg eine Klarstellung. Ja. Wir als Bürgerinitiative sind nicht bei der Besetzung dabei. Ja. Die Besetzung, das organisieren die Klimaschutzgruppen hauptsächlich. Wir supporten und das Hauptcamp natürlich in der Anfanggasse. Und wir verstehen klarerweise alle Anliegen, die dort vertreten werden, dass das einmal halt einmal so klar rauskommt. Die Gespräche mit der Stadt Wien, wir sind natürlich dabei in der Vernetzung, die Gespräche mit der Stadt Wien, die wären, es zieht sich, es ist ein Ping-Pong-Spiel zwischen der Frau Stadträtin Siemer und dem Kollektiv der Besetzung. Die Lobau bleibt Bewegung als Ganzes hat Forderungen aufgestellt. Eine davon sollte zumindest einmal ganz sicher erfüllt sein, und das ist die Zurücknahme dieser Klagsdrohungen, ja, die teilweise existenzgefährdend sind. Es sind ja keine Klagen, hat es geheißen. Das ist ja nur eine Androhung, wenn etwas nicht ist. Wenn man die Besetzung nicht beendet, beziehungsweise, wie wir ja mehrere hier in der Runde sind, die mentale Unterstützung nicht beendet. Für unsere Position ist dazu zu sagen, wir sind UVP-Partei seit Anfang an und sind nach wie vor in einem offenen UVP-Verfahren bei der Stadtstraße. Es ist noch nicht abgeschlossen. Die Projektwerberin M2829 hat im Vorjahr eingereicht, 24/7 Arbeitszeiten. Das ist eine Abänderung gegenüber dem ursprünglichen Bescheid, der nur Montag bis Freitag gelautet hat, in den normalen Arbeitszeiten maximal bis 20 Uhr und am Samstag bis Mittag zu arbeiten, soll jetzt rund um die Uhr gearbeitet werden. Diese Entscheidung ist noch offen. Das ist einigen Dingen geschuldet. Das ist vor allem wieder, wir sind wieder bei der S80 und bei der U-Bahn. Dort müssen Hilfsbrücken eingebaut werden und die müssen jetzt rasch eingebaut werden. Die Frage ist halt, wie weit will die Stadt Wien jetzt dieses Projekt Stadtstraße überhaupt abändern? Will sie das überhaupt oder will sie einfach nur das durchziehen? Das ist noch nicht heraus und das konnte auch nicht wirklich sondiert werden noch. Ja. Wir als Bürgerinitiative sind sehr für Gespräche mit der Stadt, aber es müssen sich halt beide Seiten bewegen. Ja? Also diese Augenhöhe ist eben durch diese Klagsdrohungen nicht wirklich gegeben. Ja? Über andere Dinge muss man sich annähern und da muss man halt dann drüber sprechen. Will nur jemand zu dem was sagen? Ja. Ja. Ich würde zunächst einmal Klagsdrohungen gegenüber Leuten, die sich ehrenamtlich mit hohem Zeitaufwand und hohem persönlichen Risiko einsetzen für unsere Zukunft, als absolut unmoralisch, skandalös und inakzeptabel ansehen. Ganz klar, das sehen wahrscheinlich sehr viele Menschen so, hat man gesehen.
Und es wird in diesem Zusammenhang immer gesagt, naja, es gibt ja ein korrektes Bewilligungsverfahren und jetzt kann man da nicht hingehen und plötzlich irgendwas besetzen oder so. Ich behaupte jetzt einmal, und ich kann das auch beweisen mit verschiedenen Sachen, es gab nicht ein korrektes Bewilligungsverfahren, es gab da Anomalien, die nur halt vertuscht worden sind, weil die Materie so kompliziert ist. Eine Sache möchte ich hier erwähnen, das kann mich auch jemand auffordern, den Beweis zu bringen. Es ist zum Beispiel im Protokoll der öffentlichen Versammlung bei der UVP, sind die Argumente der Autobahnbefürworter groß im Protokoll aufgenommen worden und die Argumente von den, die fachlich teilweise hoch präzise ausgearbeitet sind von den Autobahngegnern, sind nicht im Protokoll gewesen, sondern da hat es nur geheißen, da gibt es dann irgendwelche anderen Fotokopien, die nicht durchsuchbar sind, keine Seitennummern haben und so weiter. Das geht also überhaupt nicht. Der zweite Punkt ist, wenn man sich jetzt nicht einmal wehren darf gegen etwas, was bereits rechtlich beschlossen ist, dann sind solche Leute wie die Wiener Stadtregierung also auch dafür offensichtlich, dass man Zwentendorf in Betrieb nimmt, weil Zwentendorf war mit allen Bestimmungen völlig bewilligt, auch Umweltbereich und sonstiges. Kraftwerk Hainburg, die Rodung der Stopfenreuther Au, war ebenfalls Landesrat Petzowski und alle diese Leute war komplett bewilligt. Das heißt, wenn wir jetzt wollen, dass wir die Zivilgesellschaft erwürgen mit solchen Pleiteklagen, dass wir sie also praktisch vor den Ruin stellen und sagen, wenn sie jetzt nicht aufhört, hier euch zu engagieren für unsere Zukunft, dann machen wir euch, ruinieren wir euch. Das hatten wir übrigens auch bei den Tierschützern gesehen, beim Tierschützerprozess. Das ist also die allerletzte Klasse und da schäme ich mich dafür, dass eine Studienkollegin von mir jetzt in der Politik eigentlich bei so etwas mitmacht, eine Biologin. Die Stadträtin. Werner? Ja, ich möchte noch ergänzen dazu, also dass die Jugend, und man hört es ja und man kann es ja auch lesen in allen Stellungnahmen von Jugendorganisationen, ja gar keine andere Chance mehr hat, als sie sind es, die betroffen sind. Ja? Sie sind es, die hauptsächlich betroffen sind. Da entscheiden irgendwelche Politiker und Politikerinnen über ihre Zukunft und sie sehen keine andere Chance mehr, also nehmen sie, machen sie das, was sie für richtig befinden, ja, und sagen, hier nicht, stopp, es gehört ein System Change her, das ist der Name einer der Gruppen, die dabei ist. Es gehört endlich ein Systemwandel her, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und die Zeit ist ja wirklich reif dafür. Wir werden immer auch so bezeichnet, wir haben das Projekt, wir verhindern das Projekt und so. Meine Formulierung lautet da eher, wir haben es der Stadt Wien ermöglicht, richtige Entscheidungen jetzt zu treffen und die falsche nicht durchzuziehen noch. Ja? Eine Nachdenkpause verschafft. Wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo das en vogue ist, dass man endlich auch den Klimaschutz ernst nimmt, die Klimakrise ernst nimmt. Man kann ja auch gewinnen. Die Stadt Wien kann gewinnen. Die Stadt Wien kann wirklich als Vorbild auch in Europa vielleicht dastehen, wenn sie denn nur jetzt einen Systemwechsel wirklich machen will. Ja? Und das geht ganz sicher mit der Klimaschutzbewegung, die sich hier bei uns in der Donaustadt gebildet hat. Die sind alle hochmotiviert, die sind alle kompetent. Keine Verkehrsplaner, nein, und keine Mobilitätsplaner. Einfach Bauchgefühl und Wissen, was es für die Zukunft braucht. Aber da braucht es natürlich dann die Beiziehung, wie die Barbara zum Beispiel und andere, die das unterstützen müssten, diesen Prozess. Aber das ist das holprige Moment, weil du mich am Anfang gefragt hast, die Gespräche mit der Stadt Wien, das wirklich in Gang zu setzen. Und ein Signal auch aus dem Rathaus, ja, wir wollen das. Wir wollen, wir sagen nicht, wir schlagen die Stadtstraße jetzt ab, aber wir wollen wirklich über ernsthafte Alternativen reden und nicht nur über, wann geht ihr endlich. Da wird es nichts werden wahrscheinlich. Ja, da läuft es auf eine Eskalation hinaus, wie es in Hainburg dann war. Und wer will denn so etwas haben? Also ich würde, falls hier auch jemand von der Stadt zuhört, also die Bereitschaft ist wirklich, wirklich hoch, ja, in der Klimaschutzbewegung, aber ein Schritt wäre schon notwendig auch von der Stadt Wien.
aber. Ich würde gerne noch aus Sicht von Platz für Wien, also von einer anderen Bürgerinneninitiative, vielleicht zur Herangehensweise von den Aktivistinnen und zum Vorgehen von der Stadt, zum Thema Partizipation und so weiter was sagen. Die Stadt Wien, oder eigentlich die SPÖ Wien, hat sich sehr ganz gut eingerichtet. Sie ist seit Jahrzehnten in dieser Stadt an der Macht, teilweise mit Koalitionspartnern, früher ganz alleine. Und sie tut zwar gerne so, als wäre ihr Partizipation oder direkte Demokratie teilweise ein Anliegen. Es gibt diese offiziellen Instrumente wie die Petition zum Beispiel, die bei Platz für Wien als Instrument gewählt hat, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Im Endeffekt ist das aber alles mehr oder weniger nur Show. Also Platz für Wien war die größte Petition, die es jemals gab. Wir haben 57.000 Unterschriften gesammelt für unsere Forderungen. Das sind 5% der Wahlberechtigten, das heißt, das ist Volksbegehren-Dimensionen. Es gäbe auch die Möglichkeit, ein Volksbegehren auf Stadtebene zu starten. Da haben wir uns dagegen entschieden, weil auch das ein zahnloses Instrument ist. Also die Stadtregierung muss sich das nur anhören und dann kann sie entscheiden, machen wir nicht. Und bei der Petition ist es auch so, da gibt es einen Ausschuss und der kann Stellungnahmen einholen und Empfehlungen aussprechen. Und bei Platz für Wien war die Empfehlung, die Stadt ist eh super, weitermachen wie bisher quasi. Und es wurde überhaupt nicht auf unsere Forderungen wirklich eingegangen. Und das ist demokratiepolitisch, finde ich, sehr, sehr bedenklich. Und das zeigt, dass die klassischen super legalen Instrumente, die zur Verfügung gestellt werden, einfach nicht das bieten, dass Menschen ihre Forderungen umsetzen können in der Stadt. Und die Herangehensweise von den Aktivistinnen mit der Besetzung jetzt war da, muss man sagen, schon erfolgreicher. Weil da gab es Gesprächsangebote von der Stadt, während der Bürgermeister sich zum Beispiel noch nie mit Platz für Wien getroffen hat und alle unsere Anfragen einfach nur ignoriert hat. Und durch dieses Körperliche sich dem Bau entgegenstellen, muss die Stadt jetzt auch anders reagieren. Das ist auch eine Eskalationsstufe für die Fridays for Future-Bewegung, die ja zum ersten Mal nicht nur Demonstrationen gemacht haben, sondern sich tatsächlich vor Ort an einer Besetzung eigentlich beteiligt haben. Und da kann man jetzt sagen, das ist illegal und das sollten die nicht machen, aber man sieht wirklich, diese jungen Menschen, die sehen keinen anderen Ausweg mehr. Und es gibt ja andere Gruppen, die andere Instrumente ausprobiert haben, wo man sieht, da kommt man nicht weiter. Und da muss sich die Stadt jetzt die Frage stellen, wie weit wollen sie das eskalieren lassen? Oder lassen sie es zu, dass man echte Partizipation lebt, dass sie sich auf eine ehrliche Diskussion einlassen? Das, was sie bisher gemacht haben, waren ja einfach wirklich sauteure Werbekampagnen mit irreführenden, teilweise komplett falschen Informationen. Und sie wollen sich nicht einmal öffentlich der Debatte stellen, weil anscheinend ihnen die Argumente ausgehen. Und das ist das Bedenkliche, wo ich mich auch frage, wie lange die SPÖ glaubt, dass sie das noch durchziehen kann, ohne den Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren. Da würde ich gerne noch eine Sache ganz kurz ergänzen. Es gibt ja nicht einmal mehr Bürgerversammlungen in sehr vielen Fällen. Wir haben früher bei sehr stark umstrittenen Projekten, zum Beispiel beim Komet-Hochhaus 2007, eine Bürgerversammlung gehabt, die hat der Bezirk gemacht für ein überregional bedeutsames Bauprojekt. Es gab zum Thema Steinhof vom Bezirk Penzing eine Bürgerversammlung und seit neuestem holen sich jetzt die Bezirkskaiser, möchte ich jetzt einmal sagen, also die Bezirksvorsteher, ein Gutachten aus der Rechtsabteilung im Rathaus, dass Dinge, die vom Gemeinderat beschlossen werden, nicht mehr im Bezirk in einer Bürgerversammlung beraten werden. Der Bevölkerung. Das heißt, man hat einerseits in der Donaustadt, ich weiß jetzt nicht den aktuellen Stand, aber es wurde da irgendwann einmal in der Bezirksvertretung eine Bürgerversammlung abgelehnt mit dem Argument, das ist etwas, was nicht der Bezirk, nämlich zur Stadtstraße. Und genauso auch zum Beispiel in Otterkring bei einem Großbauprojekt hat man auch gesagt, das ist eine Flächenwidmung und wir machen keine Bürgerversammlung. Seit 2019 wird das blockiert dort. Also das ist ein Weg weg von der Bürgerbeteiligung, das ist eigentlich ein Skandal. Das, genauso auch das Geheimhalten von Gutachten, was immer häufiger passiert.
jetzt den Günther und den Werner nehmen und dann die erste Runde abschließen und in die größere Debatte gehen. Mir war diese Dimension des Platz für Wien nicht bewusst, Gratulation dazu, aber der Gedanke dazu heißt aber auch, ließe sich dieses Potenzial dieser 50.000 Unterschriften für diese Frage global mobilisieren, zumindest als Resonanzgruppe, ja, das würde ziemlich schnell einen Druck erhöhen. Und ich denke, die SPÖ wird gut beraten sein, ihre mental einbetonierte Situation zu ändern, denn die jungen Leute haben auch ein gutes Gedächtnis. Ja, die nächste Wahl kommt bestimmt, auch wurscht, ob das die Baustelle dann, wie das dann ändern wird. Aber die Leute vergessen das auch nicht mehr, wieder mit ihnen umgegangen wird, vor allem für die zukünftigen Wählerinnen und Wähler. Also, aber von politisch wäre es interessant, ob es auch gelingen könnte, die anderen Potenziale, die wir in unseren diversen Reihen haben, so bündeln könnte, dass man zumindest den Informationsfluss verdichten könnte, allfällig auch Aktionsunterstützung, wenn es darauf ankommt. Ja? Also wenn die erste Polizeireibung kommt, erwarte ich da nicht 500 Unterstützer, sondern glaube 5.000, die da dort stehen und sagen, hallo, da wird nicht geräumt. Ja? Aber das würde aber heißen, dass man sich zum Beispiel eben die Freunde, die damals diese Petition von Platz für Wien unterschrieben haben, ob man die zum Beispiel jetzt einmal auch wieder ansprechen kann, ob man die Information zukommen lassen kann und sagen, okay, Freunde, es ist das gleiche Anliegen, nur ist es jetzt hier ein Brennpunkt, um den man sich kümmern muss und dann kommt auch vielleicht das Anliegen, das ja mit dieser Petition transportiert wurde, hat auch wieder erneut aufs Tapet. Ne? Also hier müssen wir eine Wechselwirkung organisieren. Darf ich gleich was ergänzen? Ja. Also, schöner Gedanke. Das Problem ist, aus Datenschutzgründen wissen wir ja gar nicht mehr, wer die Menschen waren, die da unterschrieben haben. Also 57.000 werden wir leider nicht erreichen. Wir haben natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen und in unserem Newsletter schon sehr oft auf die Lobau-Bleib-Bewegung hingewiesen und was ja auch die Argumentation der Stadt ist, warum ich so einen Brief bekommen habe, weil wir Unterstützung geleistet haben. Und Platz für Wien ist derzeit in einer Winterpause. Wir sind dabei, uns neu aufzustellen und schauen mal, was wir da im nächsten Jahr noch beitragen können. Werner? Ja, erstens, Petition heißt ja, hat ja mit Bitten zu tun. Und das stört mich schon der Name da. Ja, also wir hatten das jetzt kurz in den Chat geschrieben schon. Wir hatten die dritte insgesamt vor vielen Jahren, weiß ich nicht mehr, 2013 oder so. 5.000 händisch gesammelt, da gab es das noch nicht, mein Aufstehen und diese Sachen online und nicht einmal ignoriert worden. Das zum einen. Die Bürgerinnenversammlungen und so, es gab auch dann 2013 den Bürgerinnenbeirat, der für die Stadtstraße einberufen wurde und wir haben die schlechtesten Erfahrungen damit. Da wurde damals das Büro Trummler beauftragt, weiß ich noch 700.000 Euro hat gekostet, die das moderiert haben. Die sind gekommen, haben gesagt, ja, 40 werden bestellt, 40 Beirätinnen werden bestellt. Zwei Drittel haben wir schon bestimmt. Das ist vom Wirtschaftsbund, von der Jäger und was weiß ich, was sie alles gesagt haben. Gesagt, geht es ja wohl nicht richtig gut. Das haben wir abgelehnt, haben durchgesetzt, dass dann mehrere. Es wird nicht über die Trasse diskutiert, es wird nicht über die Spuren diskutiert, es wurde gleich vorweg mitgegeben und das Protokoll muss erst dann von der Stadträtin, damals Vasilaku, freigegeben werden. Ja, das war die Bürgerinnenbeteiligung. Wir haben uns das Ganze gegeben, weil wir ja ein bisschen was gelernt haben dabei, weil ja viel vorgestellt wurde und sind dann vor der letzten gesamthaft ausgestiegen und gesagt, nicht mit uns, wir sind nicht euer Feigenblatt. Also davon würde ich mir nichts erwarten. Da würde ich mir nur eher vom Klimarat, der hoffentlich österreichweit hoffentlich etwas beitragen kann dazu und unabhängig ist, mehr erwarten. Zusätzlich ist zu diesem Bürgerinnenbeteiligung zu sagen, dass die Stadt Wien, wahrscheinlich auch Österreich, genau kann ich es nicht sagen, aber viele Millionen, damals war irgendwas mit 17 Millionen, eben für solche Bürgerbeteiligungsverfahren von der EU bekommt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und wir als Bürgerinitiativen müssen jeden Cent selbst berappen. Wir haben allein in den UVP-Verfahren, nur dass das einmal eine Zahl hier genannt wird,
in den UVP-Verfahren 35.000 Euro ausgegeben für anwaltliche Vertretungen, ohne die du ja überhaupt nicht durchkommst. Und dann ist bei der UVP, wird dir dann immer gesagt, ist ja keine Diskussion auf Augenhöhe, ihr seid ja keine Experten. Natürlich, wir können uns das leider nicht leisten, einen für Verkehr, einen für Human, die Humanmedizin, also immer das Schlimmste eigentlich, für den ist alles super jedes Mal, für Schall, für Umwelt, für Luft, für Schadstoffe, geht ja nicht. Ja. Also wäre auch so ein Thema, das einmal angegangen werden sollte, dass bei solchen UVP-Verfahren zumindest anerkannte NGOs zumindest, ja, das kann nicht jeder kommen und sagen, ja, ich will auch jetzt Vertretung haben und Geld, aber zumindest, dass für anerkannte NGOs und eingetragene Bürgerinitiativen, ja, dass da auch etwas zur Verfügung gestellt wird, das wäre schon mal ein bisschen Bürgerbeteiligung. Aber ansonsten, ja, es ist meist verlorene Zeit. Ja, dann danke an euch vier. Ich würde jetzt wechseln in die Diskussion mit allen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir das aufzeichnen, zwar nicht per Video, aber Audio. Das heißt, wer nicht aufgezeichnet werden will, der soll dann auch nicht fragen oder nicht sagen. Ich würde jetzt einmal eine ganze Reihe von Statements und Beiträgen zulassen und dann wieder an die Diskutanten gehen. Vielleicht noch eine politische Sache. Die Barbara hat diese Geschichte mit der Platz für Wien geschildert, der Werner, die Probleme mit der Petition. Ich würde mal als Frage, als vielleicht Suggestivfrage sagen, ich glaube schon, dass es auch mit einer politischen Linie zu tun hat. Weil wenn die Stadt Wien sagt, wir müssen die Stadtstraße unbedingt bauen, weil sonst keine billigen Wohnungen entstehen, dann sieht man schon, dass sie auch ein Legitimationsproblem haben. Das heißt, wenn wir es schaffen, Argumente zu entwickeln, die mehrheitsfähig sind, dann glaube ich schon, dass das wichtig ist, um diese Politik zu kippen. Aber gut, der Wolfgang hat sich schon sehr, sehr lange gemeldet und dann der Gerhard. Hallo an alle. Also ich tue mir wirklich schwer, anhand von diesen über einer Stunde jetzt von den diversen Ansätzen, die die einzelnen Leute vertreten, dort dann einzusteigen. Anzumerken ist, dass ich und der Willi Langtaler sozusagen das Lobau-Forum mehr damit ins Leben gerufen haben, die hinter dieser Veranstaltung dann letztendlich gestanden ist und die das sozusagen jetzt veranlasst hat und die das ins Leben gerufen hat. Ich muss dazu anmerken, weil ich da jetzt reinschaue, wir haben 27 Teilnehmer, also zwischen 20 und 27 Teilnehmer sind in der Runde vertreten. Meine Bedenken waren von Haus aus mit den geänderten Voraussetzungen, die sich da jetzt in letzter Zeit ergeben haben, dass diese Veranstaltung eigentlich nicht wirklich einen Sinn macht. Aber egal. Um auf die einzelnen Punkte einzugehen, tue ich mir recht schwer, weil es so viele sind, aber ich kann nur ein paar herausnehmen. Nicht? Lobau Forum hat sich sozusagen schon vor einiger Zeit ein Mobilitätskonzept erarbeitet, das auf der Homepage lobauforum.com zur Verfügung steht. Es wurde dann in weiterer Folge dann mit diversen anderen Organisationen, die im Lobau-Widerstand tätig sind, eine weitere Runde gestartet, wobei dann sozusagen ein Mobilitätskonzept erarbeitet worden ist, das als Vorlage für die Verhandlungen mit der Gemeinde Wien dienlich sein könnte. Dieses Mobilitätskonzept ist inzwischen an Science for Future gegangen, um Schwachpunkte beziehungsweise die um diese Umsetzung auch dementsprechend abzuklopfen. Das heißt, wenn diese Sache dann erledigt ist, dann könnte man das der Gemeinde Wien gegenüberstellen. Jetzt nächster Stichwort, Gemeinde Wien. Wenn ich jetzt also auf die vorige letzte Woche zurückblicke, an den 14. Jänner, das war der Freitag, wo
wo in kürzester Zeit 20.000 Unterschriften der Gemeinde Wien übergeben worden sind, die eben diese Klagsandrohung sozusagen thematisiert haben, um das Ganze wieder das Ganze zurückzuziehen. Dann war das Ergebnis dieser Unterschriftenübergabe gar nichts. Das heißt, die Gemeinde Wien legt sich doch an, ihre Sachen, die sie sozusagen über Verträge und Zusagen fixiert hat, beinhart durchzuziehen. Gott sei Dank haben wir eine Besetzung, die es ermöglicht, uns da den Fuß in die Türe zu stellen. Und das ist meines Erachtens auch die einzige Möglichkeit, um dem Ganzen sozusagen ein Gewicht zu verleihen. Bei diesem Mobilitätskonzept zum Beispiel vom Lobauforum und überhaupt von all jenen, die sich mit einer Alternativmobilität auseinandergesetzt haben, ist die Prämisse eigentlich 1,5 Grad. Ja? Also wenn ich mit der Gemeinde Wien in Verhandlung trete, dann müssen 1,5 Grad sozusagen die Ausgangssituation sein. Wenn ich eine Straße baue, die 1,5 Grad Limitierung der Klimaerwärmung garantiert, dann soll es recht sein. Wenn es nicht ist, dann muss ich ja andere Alternativen setzen. Die Alternativen liegen alle auf dem Tisch. Und wenn die nicht angenommen werden, dann müssen wir leider Gottes schauen, wie wir weiterkommen. Wie gesagt, in dem Mobilitätskonzept ist es auch ein primäres Anliegen, den individuellen Autoverkehr zu ächten. Dazu gibt es eben diese 30-Stunden-Kilometer Reduktion, also Forderung für Tempolimit 30 Stunden, die Parkraumbewirtschaftung, das Hauptargument auf den Schienenverkehr, vierspurige Ausbauung der Ostbahnbrücke, also all diese Konzepte gibt es ja nicht. Und was ursprünglich gleich am Anfang relativ früh bei unserem Treffen jetzt ins Gespräch gekommen ist, ist das fehlende Klimaschutzgesetz. Das Klimaschutzgesetz, wenn das nicht kommt, und das ist immerhin seit Anfang 2020, meines Wissens, glaube ich, 2020 ist es sozusagen vakant. Wenn ich das nicht auf die Reihe bringe, dann ist Tür und Tor geöffnet für alles Mögliche. Nicht? Und wenn ich jetzt nur alleine jetzt hernehme, heute die heutige Sache, ja, was heute passiert ist im Parlament, dass man sozusagen eine Impfpflicht, die in ganz Europa nicht wirklich Thema und akzeptiert wird, dass man das einfach in Österreich beinhart durchsetzt, dann kann ich davon ausgehen, dass bei der nächsten Wahl sich die politische Situation extrem verändern wird. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob das, was die Gehwessler jetzt da sozusagen mit dem Lobautunnel beschlossen hat, zum Beispiel mit einer Beteiligung von der FPÖ, die sehr wohl für diesen Autoverkehr sich stark macht, ob das dann noch aufrechtzuerhalten ist. Also wie gesagt, ich tue mir schwer, es sind einige Aspekte dem Straßenbau das Klientel der SPÖ in den Wiener Außenbezirken ist sehr autofahrerlastig, weil es sind sehr viele Menschen über 45 Jahre und gerade über 45-jährige Männer kannst du nicht bewegen, auf ein Öffi umzusteigen. Das war aus einer SORA-Umfrage von dem Meinungsforschungsinstitut. Frauen schon eher, Männer gar nicht.
Das ist das Problem. Es gibt in den Innenbezirken, Alzer Grund und andere Bezirke, junge SPÖ-Menschen, junge Generation, sozialistische Jugend, die sehr wohl gegen diesen Straßenbau auftreten und auch wollten beim SPÖ-Landesparteitag eine Stellungnahme, einen Widerspruch einbringen, der aber leider im November nicht stattgefunden hat wegen Corona. So, und 30 Minuten Intervallen im Wiener Umland, ja. Solange die 30-Minuten-Intervalle im verwöhnten Wiener Umland sind, wird sie keine Autofahrer überreden können, auf ein Öffi umzusteigen, weil sie sind in einer Viertelstunde mit dem Auto in Wien. Ich habe gezählt in Esslingen am 8. November, Montag in der Früh, eine Privatzählung, habe ich 817 Auto mit Stricherliste statt einwärtsfahrend gezählt, zwischen 7:30 und 8:30 in der Früh. Ja. Davon waren 332, also genau 40% mit Nicht-Wiener Kennzeichen, überwiegend Gänserndorfer, also 252 Gänserndorfer und 80 andere Kennzeichen. Überraschend nur 10 mit ausländischen Kennzeichen, so überrascht. Ja. Die Leute sind nicht bereit, solange es keine attraktiven Intervalle gibt bei den Öffis, also 10 Minuten Intervalle maximal, und solange es keine günstigen Preise im Wiener Umland gibt, dann nutzt das ganze Klima Österreich-Ticket nichts. Die Leute sind zu 70% Wien-orientiert, die im Wiener Umland wohnen. Die arbeiten in Wien, kaufen ein im Donauzentrum, gehen zur Kulturveranstaltung oder Lokale bei der Alten Donau oder sonst irgendwo in Wien. Ja. Die sind Wien-zentriert. Ich wohne in Klosterneuburg seit 27 Jahren, bin in 37 Jahren in Wien aufgewachsen, habe in Wien einen zweiten Wohnsitz, wo meine Tochter hauptsächlich wohnt. Ich wohne eine Minute von einer Busstation in Klosterneuburg entfernt, die nur alle 30 Minuten fährt. Ja. Ich fahre nicht mit diesem Bus. Ja. Ich fahre mit dem Auto nach Wien und habe in Wien eine Netzkarte und fahre begeistert in Wien mit dem Öffis. Und so denken viele tausende Menschen im Wiener Umland, in Klosterneuburg und anderen verwöhnten Umlandstädten. Ja. Solange dieses Problem nicht gelöst wird, dass ich Es gibt eine Öffi-Bahnstation, einen Kilometer von der Wiener Landesgrenze entfernt, die S-Bahn-Station S40. Da sind 40 gratis Park-and-Ride-Plätze. Da steht kein Mensch, da stehen derzeit 5. Vor der Corona-Zeit waren es 10 bis 15 von 40 Müll. Die sind gratis. Ja. Da bleibt keiner stehen mit dem Auto, weil der fährt gleich nach Wien weiter. Ja. Weil wieso soll er 1,80 Euro für einen Kilometer Fahrt bis zur Wiener Landesgrenze mit Öffi zahlen, das nur alle 20 Minuten vielleicht fährt oder alle 30 Minuten? Ja. Wieso soll er das zahlen, wenn ich mit einer Viertelstunde mit dem Auto in Wien bin und dort für einen Park-and-Ride-Platz den ganzen Tag nur 3,60 Euro zahlen. Also so denken die Menschen, denken einfach praktisch. Ja. Und solange es keine attraktiven Intervalle im Wiener Umland gibt, nicht nur bei den Hauptlinien, sondern auch bei den Zubringerbussen. In Klosterneuburg gibt es eine Hauptlinie, wo der Bus 400 alle 10 Minuten fährt oder wo die S-Bahn alle 20 bis 30 Minuten fährt. Ja. Die Menschen dort nehmen es schon unter Umständen an, aber auf den Stadtteilen, wo es 5 Stadtteilbusse gibt, die dich zu der S-Bahn-Station oder zu der Hauptlinie hinbringen, die nur alle 30 Minuten fährt, das ist uninteressant. Und da könnt ihr noch so viele Proteste machen, solange dieses Problem nicht gelöst wird oder günstige Preise, was weiß ich, 50 Euro, 100 Euro Jahresnetzkarten gibt, ja, für diesen Bereich Richtung Wien, für diese paar Kilometer, solange haben wir keine Chance. Ja. Und nur, dass ihr wisst, bei der SPÖ, eben das Klientel ist älter, in den Wiener Außenbezirken ist Autofahrer zentriert und da haben die Spitzenfunktionäre Angst, das haben mir in den Bezirken Funktionäre erzählt, ich bin sehr lästig, ich bin ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender, ich frage die Leute und rede sehr viel mit den Leuten. Da hat man Angst, wenn ich Parkplätze wegnehme oder wenn ich keine Straßen baue, speziell beim 22. Bezirk, ja, dann da haben die Angst, dass die Klientel zur FPÖ oder zur ÖVP weiterläuft. Ja, danke. Georg, der Nächste. Ich bitte trotzdem, dass man sich ein bisschen in der Zeit einschränkt, weil sonst kommen ein paar nicht dran. Ja, vielleicht gleich da anschließend. Ich habe auch früher mal eine Bürgerinitiative für einen Bus betrieben, der über die Stadtgrenze fährt, der 26a. Mit den Niederösterreichern ist das so eine Sache, die tun dann was, wenn sie müssen. Also, man soll, ja, wenn man jetzt einen parteipolitischen Sinn nachrennen und die gewinnen wollen, da kommen wir nicht weit. Es müssen die vernünftige Verbindungen geschaffen werden und ein bisschen was kann man verlangen auch, dass eine Fahrt mit dem Bus halt ein bisschen länger dauert als mit dem Auto. Dafür hat man Freizeit drinnen, die man nutzen kann. Das einmal dazu. Aber zur vorhergehenden Diskussion wollte ich ein paar Punkte anführen. Und zwar, was Werner Schandl gesagt hat, mit einer Mobilitätsagentur, das würde als eine politische Forderung wirklich oben ansetzen.
damit da zusammengearbeitet wird über die Grenzen hinweg. Und ich meine, jeder muss in seinem Job mit irgendwem zusammenarbeiten, ob ihm der gerade gefällt oder nicht. Also das wird man nur verlangen dürfen, dass Verkehrsplaner und Politiker da über die Grenzen hinweg gescheit zusammenarbeiten. Dann habe ich gedacht, wichtig wäre meines Erachtens, dass unsere Vorschläge, die ja ausgearbeitet worden sind, zum Teil schon in Hand und Fuß haben oder manche sind auch amateurhaft, dass man damit so bald wie möglich Schritt für Schritt in die Öffentlichkeit kommt, dass wir in den Medien halt immer wieder präsent sind, also mit Presseaussendungen, dass man unter Umständen auch ein bisschen Geld zusammenkratzt, dass man hier und da eine Presseaussendung machen kann. Und ja, der andere Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Besetzerinnen und Besetzer in den Baustellenpunkten fördern, unterstützen können. Materiell und ideell und vielleicht durch Hilfe, Anwesenheit und Ähnliches. Ja, danke. Danke. Michael Beifinger. Ja, hallo. Hört man mich? Ja. Okay, also zunächst einmal vielen Dank für das heutige Treffen. Ich halte das schon für sinnvoll. Also mir ist das, ich nehme da wesentliche Anregungen und auch Hinweise mit. Ich bin auch der Meinung, das nur als Einleit oder als begleitende Bemerkung, realistische Einschätzungen sind mir äußerst wichtig, aber ich Stichwort erkenne die Lage, aber der Pessimismus, der hier zum Teil zum Ausdruck kommt, ist durch die aktuelle Lage sicher nicht gerecht. Hallo? Und wie die zukünftige Lage ausschaut, das liegt an einem Punkt erwähnen, dass es nicht vergessen der Läufige, die Entscheidung hat ein Ablaufdatum. Das betrifft natürlich insbesondere die Legislaturperiode, zukünftige Koalitionen, aber auch ihre Amtszeit. Natürlich auch höchstgerichtliche Vorgaben, das soll man nicht vergessen. Das heißt, es wird uns nicht erspart bleiben, da jahrelang am Ball zu bleiben, weil 2025 kann die Lage schon wieder ganz anders sein, besser oder schlechter. Es ist ein Punkt vorher gefallen von der Barbara Bla. Wien, Niederösterreich, ich wollte hier nur als historische Fußnote in Erinnerung rufen, die Trennungsgesetze von 1921. Wien wurde am 1. Jänner 1922 Bundesland. Die Trennungsgesetze waren übrigens das nur als Fußnote, ich halte es auch wichtig für die gegenständlichen Debatten, waren gar nicht notwendig, weil die Bundeslandwerdung Wiens und Niederösterreichs schon durch das Bundesverfassungsgesetz geregelt war. Die Trennungsgesetze wären gar nicht notwendig gewesen, aber ich sage immer dazu, die Trennungsgesetze sind, glaube ich, die einzigen Gesetze, die in Wien und Niederösterreich und vor allem in Wien auf Punkt und Beistrich und das seit 100 Jahren eingehalten werden. So, jetzt ist mir noch wichtig, ich glaube, wir sollten uns sehr stark konzentrieren bei den Alternativen auf Dinge, die unmittelbar greifbar sind. Also nicht langfristige Projekte, wo man 2 Jahre verfolgt, 5 Jahre Planung und 5 Jahre Bauzeit braucht, sondern Dinge, die morgen umsetzbar sind. Und da hilft und zwar wirklich morgen. Also ich meine also so mit dem 21. Januar. Und ich habe da auch ein durchaus historisches Beispiel, verweise dazu aber zunächst auf den Minister Karl Waldbrunner. Die wenigsten von euch werden den noch gekannt haben. Ich habe ihn noch gekannt, aber leider nicht mehr aus fachlichen Gründen. Er ist ja 1980 verstorben. Er war 49 bis 62 Verkehrsminister und hatte damals die Vision eines S-Bahn-Netzes für Wien. Übrigens ein integriertes Netz, das die Stadtbahn und die abgetrennte, von Wien abgetrennte Stadtbahn und die Eisenbahnnetze wieder wie schon zu Wagners Zeiten zusammenführen sollte. Ich erinnere nur daran, dass früher, also vor der Bundeslandwerdung Wiens, die Stadtbahnen ja bis Rekawinkel und Dulln gefahren sind und übrigens auch Linien wie zum Beispiel Praterstern, Hütteldorf etc., die dann durch die Isolation als Wiener Stadtbahn und später als U-Bahn technisch verunmöglicht wurden. Waldbrunner hat bereits 1955 einen fertigen Realisierungsplan gehabt, übrigens, der ist dann jahrelang noch in den Schubladen gelegen. Ich gehe jetzt in Details nicht darauf ein. Und die S-Bahn, ich verwende absichtlich diesen Begriff, weil der Begriff Schnellbahn aus meiner Sicht ein bisschen problematisch ist, weil er dem Dogma der Geschwindigkeit ein bisschen unterliegt und das verträgt sich nicht mit Haltestellen und Urbanität. Jedenfalls kam die Stadtbahn dann erst 1962. Aber es passierte dann am 1. August, das wisst ihr alle, 1976 etwas, es stürzte die Reichsbrücke ein und am Nachmittag in der Früh. Und am Nachmittag ist noch der Lauder verunglückt.
Und was man wissen muss, zu der Zeit lief gerade die Elektrifizierung des nördlichen Asts der Ostbahn, also von Wien nach Richtung Mistelbach und Gensandorf, nach Richtung Mistelbach. Und bereits am Nachmittag des Reichsbrückeneinsturztages, 1. August, wurden Versuchsfahrten mit der Reihe 4030, das sind die alten S-Bahnen, die kennen die wenigsten von euch, die sind bis vor 15 Jahren noch zum Flughafen gefahren, in Blau-Weiß, durchgeführt worden. Und am 2. August, also einen Tag, ich komme jetzt auf diesen einen Tag, den ich vorher angesprochen habe, zurück, wurde der Aufnahme des elektrischen Betriebs bis zur Erzherzog-Karl-Straße vorgezogen. Es wurde ein fahrplanmäßiger S-Bahn-Betrieb eingeführt, damals noch behelfsmäßig nicht mit der Linienbezeichnung S80. Und es wurde die Benutzung der S-Bahnen, als dieser Ersatzzüge oder dieses Bypasses, in den Wiener Stadttarif integriert. Den Verkehrsverbund gab es ja 1976 auch nicht, wiewohl übrigens die Verbundvorbereitungsgesellschaft schon Anfang der 70er Jahre gegründet wurde, aber erst 1984 nach langem Widerstand Wiens realisiert werden konnte. So. Ich weiß nicht, vielleicht noch der Hinweis, 30-Minuten-Takt, ich komme jetzt sofort aufs Morgen, der wäre, also eine Verdichtung der S80 auf 15 Minuten wäre, ich sage mal, ambitioniert mit dem kleinen Fahrplanwechsel im Juni problemlos möglich, im Prinzip auch problemlos morgen möglich, also jetzt von gewissen Dingen, Personal, Fahrzeugverfügbarkeit etc., wobei die Fahrzeugverfügbarkeit natürlich auch ein schwacher Punkt ist, der hier jetzt nicht sofort morgen zu lösen wäre, das gebe ich schon zu. Bitte sich hier einfach, das ist mein Appell, nicht von sogenannten Kapazitätsengpässen, die gibt es tatsächlich in dem Bereich, in dem wir operieren, also eine Verdichtung von 30 auf 15 Minuten, das sind eine Erhöhung der Zuganzahl von 4 auf 8, das ist alles noch in der gegebenen Infrastruktur problemlos möglich. Entscheidend ist allerdings eben beispielsweise die Betriebsqualität sofort zu erhöhen, die Betriebsdisziplin zu erhöhen, das ist ein Wundpunkt, aber eben auch so Dinge wie die technischen Standards umzusetzen. Ja, also München, die S-Bahn, das werden viele von euch wissen, die fährt im 2-Minuten-Takt, also 30 Züge pro Stunde und Richtung. Und wir haben auf der dichtest befahrensten Strecke, das ist die Stammstrecke in Wien, zu keiner Stunde mehr als 19 oder 20 Züge pro Stunde und Richtung. So, also da haben wir überall noch, um auf attraktive Intervalle zu kommen, enorme Nachholbedarf. So, ich wollte schon zu lange, ich jetzt war noch. Ja, danke, Markus. Der Eisenbahn hier betreffen, aber vielleicht kann ich das besser machen, später machen. Markus, bitte. Dich hört man nicht? Dich hört man nicht? Nein. Ja, jetzt. Man hört die wieder nicht. Nein, ich höre nicht. Links unten. Audio einschalten. Ihr habt mich, glaube ich, eigentlich ausgeschalten, oder? Kann das sein? Ja, du selber, du Trunzel. Ja, passt. Ja, na, ihr habt es mich brennt eigentlich ausgeschaltet. Mein Mikrofon war nämlich eigentlich, ja, wurscht. Demo-Formate, Protestformate. Ich glaube, das eine Wichtige, was jetzt mal heute rausgekommen ist, diese ganzen Geschichten wie Petitionen und so weiter, gehen einfach nur in den Mistkübel. Es hat eigentlich auch relativ lange in der Fridays for Future-Bewegung gedauert, bis die klassischen Demo-Formate mal zugunsten von Besetzung und Co. aufgegeben worden sind. Ich glaube, da muss man auch ansetzen, wenn man gemerkt hat, das ist halt einmal relativ, also sage ich mal, um einiges besser, also erfolgreicher und hat auch natürlich was Wichtiges an den Medieneinschlag und Impact. Man sollte natürlich schauen, dass diese Proteste meiner Meinung nach auch positiv konnotiert sind, etwa ein bisschen mehr auf öffentliche und Verkehrsmittel und so weiter achten, dass die durchgebunden werden, während man Autostrecken ja, sage ich jetzt einmal, sperren kann oder belegen kann. Was mir ein bisschen aufgefallen ist oder in den letzten Jahren immer sehr viel mühsam war, wenn man sowas organisieren wollen würde oder sonstiges, dann kommt sehr oft diese Geschichte nur mit Akku-Packs und umweltfreundlich und so weiter. Damit kriegt man halt Sachen mit 500 Leuten bespielt, aber mit 1000, 2000, 3000 Leuten und so weiter haben wir da andere Spielarten oder braucht man da andere Dimensionen. Wer gehört für High-Equipment oder hochpreisiges Equipment, hat man nicht, man muss vielleicht halt nehmen, was einmal da ist. Das Stichwort, das sind die Kosten, die auch angeführt worden sind. Stichwort Anwälte und Co. Wir sind Bürgerinitiativen, die ihr Geld eigentlich
ja, besser einsetzen könnten. Das, was mir ein bisschen zu diesen Konzepten oder was mir ein bisschen zu wenig aufgefallen ist, es wurde jetzt vorhin auch angesprochen, Stichwort, wie erklärst du dem Gänserndorfer, wie erklärst du demjenigen Typen da draußen, dass er sinnvoll hineinkommen kann. Ja? Mir fehlt da ein bisschen die Plastizität, sage ich jetzt einmal, auch in den Konzepten, dass das für jemanden greifbar wäre, die Alternativen. Es gibt die sehr starke populistische Kraft der Stadt Wien mit Werbung und mit tollen Zahlen und mit 60.000 Einwohnern und bla bla bla, und das brauchen wir alles. Dem muss man vielleicht auch auf eine populistische Art und Weise. Deshalb, ich meine, ich habe jetzt nur mal so zum Spaß einfach nur ein paar Zahlen. Ich mag meinen Wortbeitrag ganz kurz halten und halte meine ganzen Notizen daraus. Aber wir kalkulierten, sagen wir jetzt mal 4 Milliarden, die Stadtstraße Spange S1 kauft. Blödes Beispiel, wenn man von einem Kaufpreis von 600.000 Euro ausgeht, wären das 6.666 Langbusse. Und damit kann man halt Niederösterreich und Wien zupflastern. Oder 200 Kilometer BIM-Strecke, die man bauen kann. Was ist die Konsequenz, Freund? Das ist ja Wahnsinn. Was? Wolfgang, bitte los. Markus, du musst komprimieren, aber Wolfgang, bitte. Entschuldige. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das hat überhaupt keinen Sinn, so einzumelden. Gut. Markus, bitte. Ich melde mich ab. Danke. Du brauchst nicht abmelden. Jimmy. Ja, ich möchte zuerst einmal sagen, also die Platz für Wien-Kampagne und Petition würde ich, also das zu kübeln, ist ein bisschen eine harte Ansage. Ich finde, dass das wirklich eine sehr, sehr tolle Initiative ist, die eigentlich Schule machen sollte. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, wenn man sich dann vergegenwärtigt, wie mit solchen sehr kompetenten, breiten Petitionen umgegangen wird und auch inhaltlich sehr, sehr gut aufbereiteten, breiten Petitionen. Also das ist wirklich ein Thema, das man eigentlich noch auch stärker jetzt in der ganzen Diskussionskultur, die wir oder Bewegungskultur, die wir eben auch hier diskutieren, eigentlich auch ein bisschen stärker ins Zentrum rücken sollen und auch in den öffentlichen Diskurs. Also das ist schon auch ein Thema, das eigentlich von den Medien behandelt werden soll. Also das Beispiel von der Barbara vorher finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert, wenn man sich das vergegenwärtigt. Meine Frage eigentlich ans Podium oder vielleicht jetzt mal am ehesten an den Werner, weil du schon so lange dabei bist. Es wird ja sozusagen immer von den Alternativen gesprochen und so wie der Michael Ballfinger das angesprochen hat, es geht jetzt um die Alternativen, die man schon morgen machen kann, beziehungsweise die man schon gestern oder die letzten 10 Jahre machen hätte können, also die Busintervalle in der Donaustadt erhöhen und so weiter. Wie ist eure Einschätzung? Es ist jetzt sozusagen, die Parteien haben sich jetzt sozusagen festgefahren und man hat den Eindruck, dass seitens der Stadt oder der SPÖ praktisch gar nicht versucht wird, jetzt Lösungen für die Verkehrssituation zu finden, weil das ja sozusagen gegen ihre Interessen, die sie haben, nämlich die Stadtstraße durchzubringen und den Lobautunnel durchzubringen. Du bist ein bisschen näher am Geschehen. Ist das drückte Eindruck, dass da einfach partout jetzt nichts gemacht wird, was unmittelbare Lösungen wären? Also man könnte ja zum Beispiel das Kampagnengeld, das man für die Stadtstraße einsetzt, könnte man auch einsetzen, wenn man die Leute informieren, wie schnell man mit der U-Bahn eigentlich von der Donaustadt ins Zentrum kommt oder so. Ja? Oder positives Campaigning für Radfahren, Gesundheit und was auch immer man machen kann, einsetzen. Aber momentan, glaube ich, ist sozusagen das Eskalieren des Verkehrs erwünscht. Seht ihr das auch so? Ja, was soll ich dir sagen? Also warum wollen sie es durchsetzen? Vielleicht zu dem einmal, it's the economy stupid, hat einmal ein amerikanischer Präsident gesagt, es geht ums Geld. Es geht um die Zusagen, die man Wohnbaugenossenschaften, Investoren und so schon zugesagt hat. Das ist fix, das haben wir erst wieder bei der letzten UVP gesehen, da war die 3420 Aspern Entwicklungsgesellschaft auch dort und hat Auskunft gegeben, was denn das bedeuten würde, wenn die Stadtstraße nicht gebaut würde. Es werden immer wieder diese Argumente dann gebracht, dann gibt es keinen sozialen Wohnbau.
Ich komme dann gleich zu den Alternativen, aber der soziale Wohnbau, wenn es denn einer wäre, wäre ja eh gut. Ja. Aber ich habe mir erst vorhin wieder einen Artikel angeschaut im Standard vor einem Jahr. Im Jahr 2020 wurden 5.000 geförderte Wohnungen, 5.000 geförderte Wohnungen gebaut. Das ist nichts. Die Schere geht immer weiter auf zu hochpreisigen, freifinanzierten Wohnungen. Und für die wird man die Stadtstraße bauen. Das heißt, für Investoren, so wie es halt heute oft genannt wird, das Betongold. Die legen an, weil es in Anlagen nicht mehr sehr viel bringt. Das ist der Hauptgrund, warum einmal diese Straße gebaut werden soll. Und trotzdem ist sie noch nicht legitimiert. Und warum denn auch? Weil auch hochpreisiger Wohnbau braucht keine Autobahn daneben. Das ist ja Schwachsinn. Das hat die Jutta erst heute auch wieder gepostet. Wer will denn an einer Autobahn leben? Und nichts anderes ist es. Was kann an kurzfristigen Alternativen kommen? Wir sind keine Verkehrsplaner jetzt in dem Sinn. Aber das Konzept, das ihr auch schon alle ausgearbeitet habt bei eurer Bewegung, was hat der Max Kösselsdorfer da eingearbeitet hat, den ich auch schon lange kenne, der Wiener Schmetterling, da wären einige Dinge sicher schnell zu machen. Das betrifft dann wieder ganz Wien, dieses Ausbau des Schnellbahnnetzes. Bei uns natürlich im Bezirk, ich kann nicht, die Stadt Wien ist über Jahrhunderte und über Jahrtausende gewachsen, aber nur südlich der Donau. Und nördlich der Donau, in Mordor, wie es einmal in einem Artikel gestanden ist, ist alles vernachlässigt worden. Da wollte keiner rüber, nach dem Zweiten Weltkrieg waren noch die Brücken zerbombt, da wollte schon überhaupt keiner rüber. Und lange, lange, lange hat man nichts gemacht, aber das kann man jetzt auch nicht so kurzfristig wieder aufholen. Aber es ist mittlerweile ist eine Bewegung da, die sagt, das kann so nicht sein ohne Konzepte. Wir verlangen schon lange ein Mobilitätskonzept, das weißt du, und über die Jahre immer. Es ist nichts gekommen. Auch wie die Grünen das Ressort hatten, auch von Vasilaku ist leider nichts gekommen diesbezüglich. Da wäre noch Zeit gewesen. Jetzt sagt man, jetzt ist es höchste Zeit und jetzt müssen wir die Stadtstraße bauen. Nein, das ist es eben nicht. Und ich warten wir mal auf den morgigen Tag, würde ich auch sagen. Morgen können alle mal beobachten, was sich morgen tun wird. Morgen hat die SPÖ, die Regierung, die angebliche Fortschrittskoalition, ihre Klausur und wird dann in einer Pressekonferenz Klimaschutzmaßnahmen vorstellen. Vorige Woche ist der Bürgermeister vorgeprescht und sagt, die Innenstadt fahren keine Autos mehr rein. Das muss man sich mal alles auf der Zunge zergehen lassen, was sich hier im Moment tut. Und ich glaube, dass ein Umbruch bevorstehen wird jetzt. Der Bürgermeister ist natürlich sauer, weil die Lobauautobahn nicht kommt. Deswegen ist er jetzt nicht von Saulus zum Paulus geworden oder umgekehrt. Ich bin doch nicht so firm. Das sicherlich nicht, aber er merkt, dass das die falsche Seite ist, dass man nur auf Hardliner setzt und dass das nichts bringen wird. Zu den Alternativen, es wurde schon gesagt und klar, das ist ein hehres Ziel, diese 1,5 Grad maximal von Paris einzuhalten. Das steht auf der Pyramide oben auf der Fahne. Das ist natürlich das oberste Ziel, das ist aber nicht erreichbar ist. Das wissen mittlerweile die meisten, dass das schwer geht. Aber wenn man es gar nicht angeht, bringt es schon überhaupt nichts. Und um das zu erreichen, kann man nicht wieder Flächen versiegeln. Da gehört natürlich, auch für uns steht ganz, ganz vorne der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Verdichtung. Aber wir als Bürgerinitiative versuchen, die ganze Situation mitzudenken, dann auch nicht zu planen. Aber ich will gar nicht die Diskussion jetzt dann noch dorthin zu lenken, weil die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Aber wir wissen, was uns blüht. Wir werden keinen Wohnbau verhindern können über diese ganzen Stadtentwicklungsgebiete, die da unteres Hausfeld, oberes Hausfeld, Heidjöchel und Pfalzgasse, Süßenbrunner Straße, wie die auch alle heißen. Aber die Stadt argumentiert, und die Barbara kann das sicher besser beantworten, für alle diese
60.000 nicht Wohnungen, sondern Personen, würde es diese Autobahn brauchen. Wir sagen, das braucht es nicht. Wenn es Abschließungsstraßen, dann sollte das gebaut werden in 10 Jahren. Das ist ja alles nicht demnächst. Dann wird man über Abschließungsstraßen reden, aber niemals über Autobahnen. Die Donaustadt hat 2 Straßenbahnlinien, ist ja unglaublich. Den 27er verkauft man uns als zusätzliche Linie. Das ist schön. Ich wohne, meine Station ist bei den Blumengärten hier Städten. Also wenn ich von Kagran komme, dann habe ich einen super Intervall. Dann habe ich ein Doppeltes, da fährt der 26er, der 27er und bis in die Seestadt. Aber über die ganze Strecke davor bringt es niemanden etwas Großartiges. Das ist nicht sehr viel. Und der Bezirksvorsteher der Donaustadt sagt, zuerst die Stadtstraße, wie die Barbara vorhin gesagt hat, und dann öffentliche Verkehrsmittel, weil er braucht den Platz erst für, der muss freigeschaffen werden, damit der 25er gebaut werden kann. Das ist Schwachsinn. Es gibt auch andere Möglichkeiten und andere Linien. Und man, eins muss ich nur loswerden, es muss rückgebaut werden. Das geht gar nicht anders. Schwieriges Thema, wenn du da kommst und sagst, du nimmst Parkplätze weg, dann ist schon vorbei, aber es wird nicht anders gehen. Man kann nicht die Häuser abreißen. Das ist unmöglich. Und wir haben bei der letzten UVP eines noch ein interessantes Teil, das Parkpickerl. Das Parkpickerl wird nicht zu weniger Verkehr führen, hat der Mann von der MA46 gesagt. Und ich habe gesagt, vollkommen Schwachsinn, die fallen ja nicht mehr rein. Er argumentiert, da wird so argumentiert, ja, das stimmt. Der Mief von außerhalb wird nicht mehr so groß sein, aber die Donaustädter und Donaustädterinnen werden mehr fahren, weil sie mehr Platz haben, weil sie dort, wo sie hinfahren wollen, mehr Parkplätze haben, also werden sie wieder im Auto bleiben. Heißt was? Rückbauen der Parkplätze. Ja? Das den Menschen zurückgeben, Grünraum zurückzugeben, das wäre halt die Konsequenz draus. Aber mit unserem Bezirksvorsteher oder das wird schwierig werden. Aber das wären die Reaktionen daraus, die zu treffen sind. Ja. Ja. Danke, Werner. Ich würde jetzt vorschlagen, nachdem wir schon am Ende zukommen, dass die anderen drei vielleicht auch noch eine Stellungnahme machen, egal wer da anfängt. Vielleicht 2 ganz kurze Sätze. Der eine Aspekt, solange in Wien zigtausende Wohnungen leer stehen und gehortet werden als Vorsorgewohnung, Anlegerwohnung oder aber weil die Spekulanten darauf spekulieren, dass man die Mieter alle sukzessive absiedelt, um dann abzureißen und einen lukrativen Neubau hinzubauen, so lang müsste man hinterfragen, ob wir diese riesige Menge an Satellitenstädten am Rand von Wien in dieser Quantität brauchen. Das ist das eine. Und das zweite, ich glaube, dass der öffentliche Verkehr sich von diesem Druck, den es seit den 90er Jahren gibt, seit diesem doch mehr neoliberalen Trend des privatwirtschaftlichen Gehabens, dass sich der öffentliche Verkehr verabschieden sollte von dem, dass man sagt, eine Buslinie muss sich rentieren, wenn sie nicht, oder auch eine Bahnlinie, wenn sie nicht genug Fahrgäste hat, dann muss sie seltener fahren, dann fahren natürlich noch weniger Leute, dann fährt sie noch seltener, so ruiniere ich das Ganze in einem Teufelskreis. Das heißt, ich muss wegkommen von diesem Gedanken, dass das dann Verlust macht und ich muss das stützen. Ich meine, wenn ich so argumentiere, dann kann ich die ganzen Kindergärten, Schulen, Spitäler und Museen zusperren und Schwimmbäder, weil die machen auch keine Gewinn üblicherweise. Wir müssen wieder hinkommen zum volkswirtschaftlichen Denken des auch Gemeinwohls im Grunde genauso dann natürlich auch die Kostenwahrheit bei der ASFINAG, dass die nicht ausgegliedert ist plötzlich. Und da heißt dann, naja, das zahlen unsere Kinder und Enkel zurück. Und bis dahin sind die Politiker alle in Pension. Und was die dann machen, die Kinder und Enkel, wenn sie Schulden abstottern, 40 Milliarden oder was, das ist uns wurscht. Also diese Wende sollte sein. So viel von meiner Seite zum Abschluss. Günther oder Barbara? Dann mache ich vielleicht weiter.
ich sage mal danke für die Einladung. Es war für mich auch sehr spannend. Danke auch für die Beiträge, wo ich wieder sehr viel gelernt habe. Und es freut mich zu sehen, wie viele Menschen irgendwie bereit sind, konstruktiv an Alternativen zu arbeiten. Ich will auch nochmal vielleicht ein positiveres Framing reinbringen. Ich glaube, es ist wirklich ein historischer Moment, dass durch diesen Protest eigentlich der Lobato und Lab gesagt wurde und dass jetzt eigentlich die Bewegung eine ziemlich gute Verhandlungsbasis hat mit der Stadt Wien. Also seit Monaten wird dieser Bau eigentlich behindert und die Stadt ist wirklich im Zugzwang. Die SPÖ kommt da nicht unbeschadet raus. Die Parteijugend hat sich schon dagegen gestellt. Und wenn man schaut, kann man sehen, dass sich ganz wenig was bewegt, gerade mit dem Parkpickel. Es ist nicht ideal mit den Bezirkszonen, aber zumindest wird es mal flächendeckend in der Stadt eingeführt. Kleinere Zonen kann man immer noch machen. Und gerade der Hardliner-Bezirksvorsteher vom 22. hat vor ein paar Jahren noch gesagt, mit mir wird es keinen Parkpickel geben. Also ich möchte vielleicht einfach nur so ein positives Framing da lassen in meinem Schlusswort. Danke. Günther. Ja, nochmal danke für die Sitzung, die war ziemlich spannend. Ein paar Dinge kann man zusammenfassen und sagen. Erstmal, ich glaube, es wird gut sein, alle Kräfte noch einmal zusammenzufassen und zu bündeln. Auch die Kolleginnen und Kollegen, die damals die Petition unterschrieben haben, das ist ein ziemliches Potenzial. Und ich denke, wir müssen unsere Besetzerinnen da stützen, was immer es möglich ist. Das ist, glaube ich, der große Hebel. Die zweite Geschichte, was sehr klar geworden ist, draufdrücken auf die Schnellbahn als sofort machbare Geschichte, wo man wirklich sagen kann, es geht schnell, ja, zu den genannten Bussen. Und das Dritte, was nicht gesagt wurde, was mir aber am Herzen liegt, ob es gelingt oder sinnvoll wäre, dass man als Bewegung auch mit der Frau Bundesminister in eine Art Kommunikation kommt, weil sie braucht auch eine Unterstützung gegen den Druck, den sie von allen Seiten bekommt. Also da sollte sie auch politisch nicht ganz alleine lassen. Danke, Günther. Werner, willst du noch was sagen? Schaut so aus. Oder war das von vorher? Nein, war das schon vorher. Ich hätte nur mein Schlusswort, darf ich nur zwei Sätze sagen? Es ist ein Zitat von Eckhard von Hirschhausen, Science for Future, Deutschland, Arzt und so. Wer glaubt, dass Wirtschaft wichtiger ist als Gesundheit, suchen sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält. Ich finde das super. Danke, Werner. Danke an euch alle. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Also ich glaube, was die Barbara jetzt zum Schluss gesagt hat, dass die Bewegung, die sie da gebildet hat, ein wesentliches Moment war, um die Ministerentscheidung herbeizuführen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, wir wissen es eh alle, aber man muss es auch sagen. Du hast es gesagt, das ist, wenn man so einen öffentlichen Protest macht, weil man weiß ja, dass hinter so einem Protest ja das Zehnfache an Leuten steckt. Weil wer auf die Straße geht, das ist eine Sache, aber das ist ja immer nur ein kleiner Teil. Das hat es ermöglicht, dass diese Entscheidung getroffen hat. Und wir wissen, dass das noch nicht ganz fix ist. Es kann wieder zurückkommen, aber es ist von politisch größter Bedeutung. Und ich habe das vorher schon gesagt, ich glaube das wirklich, dass eine wesentliche Sache auch ist, dass man aus einem grünen oder mittelstädtischen Mittelstandskulturbereich herauskommt und mit ganz starken auch sozialen Argumenten in die Öffentlichkeit geht, um Mehrheiten zu erreichen. Vorher ist die Debatte gewesen, da hat der eine Kollege aus Klosterneuburg gesagt, ja, wie schlecht das System ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in allererster Linie eine Angebotsfrage ist. Wenn man das hinstellt oder wenn man diese Angebote macht, der Großteil der Leute nimmt das an. Da gibt es ein paar Verrückte, die es nicht annehmen, die kulturmäßig mit dem Auto verbunden sind. Aber es ist eine Frage des Angebots und damit auch der Mittel, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Und wofür, ich glaube, wir alle stehen, ist, wir müssen in der Klimabewegung, in der Lobau-Bewegung auch eben ganz stark das mit dem öffentlichen Verkehr platzieren, so wie der Michael Balfinger auch gesagt hat, es gibt Sofortmaßnahmen, die morgen machbar sind oder die in wenigen Monaten machbar sind und würden die Situation unheimlich stark verbessern. Und das müssen wir immer wieder auf den Tisch legen und auch öffentlich fordern. Und
zum Abschluss möchte ich einladen. Wir haben am 31. Leider wieder eine Online-Sitzung, wo wir genauso was besprechen. Da gibt es eine Initiative, die die Irmi da entwickelt hat, dass man eine Begehung, eine öffentliche Begehung der S80 macht, um das Potenzial zu zeigen. Dann haben wir uns überlegt, ob man nicht eine Kundgebung zu diesem Thema macht und wie man den Text, den wir da entwickelt haben, so verbreitet oder auch mit anderen zusammenführt, dass er ein Gewicht bekommen kann. Also der 31. Erste um 18 Uhr. Ja. Und sonst bleibt mir nur, mich an noch einmal zu bedanken bei den Vieren und auch bei den Diskutanten. Und unsere Bewegung ist wichtig. Jetzt als Lobauform, aber natürlich alle, weil das ist eine sehr große und breite Bewegung. Alle Experten, alle Aktivisten, alle Leute, die engagiert sind, auch im Umland. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Und damit schließe ich schon, dass die aus Niederösterreich auch eine Stimme bekommen und sich auch melden, weil wenn, so wie der Kollege das gemacht hat, gezeigt wird, wie schlecht das eigentlich alles ist dort, dann ist es wichtig, dass die Leute das hören. Vielen herzlichen Dank an alle. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke, ciao, grüß euch. Danke vielmals.